Zürich Life. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zürich in weniger als 93 Minuten. Wie versprochen vorher gibt es jetzt den zweiten Teil von der Saisonanalyse. Jetzt geht es darum, die Spieler zu bewerten, wie sie abgeschlossen haben in der vergangenen Saison. Dann würden wir als Lehrpersonen weiter schreiten, liebe Schüler und Schülerinnen. Es gibt jetzt Abschlusszeugnis. Wir werden jetzt hier einige Namen aufrufen und ich bitte euch nachher aus dem Klassenzimmer zu kommen, so wie wir es ja früher kennen. Janik Brecher, kannst du bitte schnell mitkommen? Genau, wir fangen jetzt gerade mal mit deiner Bewertung an von dieser Saison. Du hast wirklich super Parade gezeigt gehabt, hast aber trotzdem ein paar Mal nachgelassen, was ist da los gewesen? Okay, vielleicht Spass beiseite. Aber Lukas Toni, Janik Brecher, jetzt bewerten wir ihn doch mal schnell von 1 bis 10. Wie zufrieden ist man mit ihm? Ja, ich würde sagen, für mich weniger gut gewesen als letzte Saison. Oder letzte Saison war wahrscheinlich so seine beste bis jetzt beim FCZ. Die Saison ein bisschen weniger gut, auch wenn er natürlich auch wieder seine Parade gehabt hat. Und er ist, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich der beste Super League-Goalie mit den Füßen. Aber man sieht es auch in der Statistik, wenn man das vergleicht, die Expected Goals Against, also die Gegengoal, die man hätte sollen bekommen und die, die man tatsächlich bekommen hat, da ist der FCZ sehr schlecht in dieser Statistik. Also man hat viel mehr Goal bekommen, als man hätte sollen. Also eigentlich hat die Defensive, wenn man Statistik anschaut, recht gut geschafft, sogar sehr gut. Also man ist in den meisten Defensivstatistiken unter den ersten vier, zum Teil sogar erste oder zweite in der Liga. Aber schlussendlich haben die Gegner dann viel mehr Gegengoal gemacht, als man hätte sollen zulassen. Und da ist natürlich schon der Goalie ein entscheidender Faktor. Und da hat er nicht die Leistung gebracht wie letzte Saison. Also konkret, wenn man noch ein paar Zahlen reinbringen kann, hat er in dieser ganzen Saison 53 Gegengoals bekommen, nur 9-0 gespielt und kein Elfmeter abgewehrt. wie zufrieden bist du, Toni? Ja, Noten würde ich nicht reinsetzen als Zahl. Aber sagen wir, eins, was ich im positiv reinlegen, ist, dass er sich sehr schnell erholt hat von seiner Verletzung. Es hat noch länger ausgesehen, dass er an sich geschafft hat und dass er möglichst bald wieder zurückkommt. Er selber hat gegen IB so eine Wahnsinnsparade gezeigt und hat dann gesagt, es sei ihm seit vielen Spielen wieder mal einmal gelungen und sei froh, dass er damit, das ist ein Spruch, oder, dass er der Mannschaft da können helfen konnte. Aber es war wirklich eine super Parade gewesen und dann hat er, habe ich auch das Gefühl, hat er nicht so viel gezeigt wie in der letzten Saison, wo er doch mehrmals dann entscheidend war, dass ein Match eben nicht gekippt ist oder nicht schon in eine Richtung gelaufen ist, wo man es nicht mehr können korrigieren konnte. Also, ja, aber er hat auch gelitten, weil man ist auch total ausgekegelt worden, immer wieder. Und es ist auch eben so. Wenn ich denke, Luzern, das ist außer Rand und Band bei dem 4-1. Er hat einen Schuss in eine Ecke kassiert. Das war ein präziser, scharfer Schuss gewesen. Das ist halt, wenn ein Goalie Hochform ist, dann steht er dort und hebt den Arm und hebt den Schuss oder wehrt den Schuss ab. Und das ist dann halt nicht gelungen. Das kommt dann eben auch noch dazu. Aber die Verteidigung ist, oder die Defensive ist einfach außer Rand und Band gewesen. Mehrmals eben auch in einzelnen Matchen. Und der FCZ hat wirklich ein paar Packungen bekommen. Also wenn man schaut, er ist ein Stich gelassen worden von seinen Verteidigern, von seinen ganzen Spielern, vom Vorderab. Ja, also und halt die Packung, das heisst, sie sind auseinandergeht. Und das ist zum Beispiel bei Winterthur, wo am meisten Gegengoal bekommen. Nein, sie haben nicht am meisten Gegengoal bekommen, sie haben wenig geschossen. Das ist bei Winterthur ist niemals, haben nie so viele Spiele gehabt, wo sie total auseinandergeht sind, wie Zürich das in dieser Saison war. Und die vielen Gegengoal, oder, die jetzt ja nicht brechen hat, du erwähnt hast die Zahl, das heisst auch, es sind auch etwa drei Matches drin, wo gerade etwa noch 14, 15 Goal kommst.
Ja, also ich habe es da gerade dabei, jetzt ist der FC Zürich 55 Gegengoal oder die Saison und Winterthur 66, Sion 73, GC 64. Also das sind alles so Teams, die mehr Gegengoal bekommen haben als der FCZ. Also das stimmt, oder was du sagst, man hat einzelne Spiele gehabt, wo man viel Gegengoal bekommen hat. Das hast du auch beschrieben gehabt, eben, dass du dann am Schluss eben in Luzern dann dort fast schon darum gebettelt hat, dass der Schiedsrichter abpfeift. Aber gleichzeitig hat man auch viele Spiele gehabt, wo man wirklich fast kein Gegengoal bekommen hat, also null, also wo man das Clean Sheet gehabt hat. Ich glaube, sogar der Brecher hat diese Saison auch recht viel oder so vielleicht sogar am meisten Spiel ohne Gegengoal gehabt. Aber auf jeden Fall ist das eben auch dank der deutlich verbesserten Verteidigungsarbeit gewesen, dann unter dem Bo Henriksen, wo dann sich wirklich ausgewirkt hat. Also dass die Gegner, wenn man eben die Statistik anschaut, die Anzahl Abschlüsse, die Gegner gehabt haben oder in dieser Saison, da ist man an zweitoberster Stelle, wenn es mir recht ist. Also nur IB hat weniger Abschlüsse zulassen als der FC Zürich. Also das ist schon ein Zeichen, dass eigentlich die Mannschaft defensiv in den meisten Spielen relativ gut geschafft hat. Aber es hat einzelne Spiele gegeben, wo das dann nicht der Fall war. Janik, du hast es gehört. So weitermachen, aber ein bisschen hä? Schauen. Zivko Ja, viele Einsätze hat er nicht gehabt, aber von dem her kann man das ist schwierig zu beurteilen. Er ist für mich ein allgemein solider Goalie als Nummer 2 für Super League-Verhältnis. Aber sehr viel kann man nicht dazu sagen, jetzt diese Saison. Du hast mal gesagt, er sei die beste Nummer 2 in der ganzen Schweiz. Habe ich glaube ich nicht gesagt, Oder? aber ist sicher relativ gut. Also eben, im Vergleich würde ich sagen, einer von der ja, besseren 5, aber nicht der beste. Seine Art tut wahrscheinlich der Mannschaft gut und er ist einer, der nicht Janik Brecher Position untergräbt. Das ist auch wichtig, dass sie auch als Team sind. Und man weiß, wenn er ins Goal kommt, ja, dann ist er da. Dann zu unserer Nummer 3, Gianni Denitti, 20, hat bis jetzt auch nie seine Chance gehabt, seine Leistung da zu zeigen in der Super League. Wird er mal noch den grossen Sprung schaffen? Er war ja Junioren-Nationalgoalie. Ich war früher ein bisschen skeptischer gegenüber ihm. Ich finde, er hat sich gesteigert, ist reifer geworden. Aber wir müssen dann noch schauen, wie es wird. Natürlich muss er dann irgendwann mal Challenge League oder so den Sprung schaffen, zum dort zu spielen. Ob das klappt oder nicht. Vielleicht gibt es auch andere Goalies bei den Junioren, die vielleicht ähnlich talentiert sind und vielleicht noch ein bisschen talentierter. Wobei der FCZ hat allgemein in den eigenen Junioren, finde ich, Goalie-Position ist in den letzten Jahren immer eher ein bisschen schlecht gewesen im Vergleich zu anderen Mannschaften. Und das zieht sich schon länger durch. Das finde ich ein bisschen etwas, wäre etwas, was man vielleicht mal müsste anschauen müsste, weil ich finde, man könnte da schon ein bisschen besser schaffen und ein bisschen bessere Goalies selektieren und ausbilden beim FC Zürich in der Academy. Toni, was meinst du zum Gianni? Ich kann ihn nicht beurteilen. Ich habe ihn nie gesehen spielen vorher. Gut, dann gehen wir zum Abgänger, wo überraschenderweise gestern, also beim Spiel gegen Lugano, nicht verabschiedet worden ist und jetzt nach vielen Jahren beim FCZ zu Montpellier wechselt. Schade. Finde ich wirklich schade. Ich habe ihn gerne gehabt, wenn er in letzter Zeit, also Mitte Jahr mal nicht, also nein, Mitte Saison, jetzt habe ich es, Mitte Saison nicht viel gespielt hat, hat man doch gegen den Schluss von der Saison gesehen gehabt, dass mit ihm ein wichtiger Verteidiger verloren geht. Ja, also bin ich nicht gleicher Meinung. Becci Romaragic, wo er verpflichtet worden ist damals, das ist dann noch der Thomas Bickel, der Sportchef gsi und da ja bin ich fast in die Luft gumpet. Also ich dachte, das ist ja fast nicht möglich, dass selbst jetzt so ein Talent kann holen, weil ich ihn kennt von der Junioren-Nationalmannschaft, wie er da gespielt hat. Ja, ist ja wirklich damals so mit 15 ist er eine Riesennummer gsi in der Schweiz.
Und leider ist seine Entwicklung sehr negativ verlaufen seither für mich. Also er ist hat extrem stagniert, hat auch seine Auftritte beim FCZ in den letzten Jahren haben mir nicht gefallen. Ist auch mit dem Kopf häufig nicht so ganz bei der Sache gewesen in dem Match. Hat sehr viele unnötige Fehler gemacht, hat ist ein bisschen überheblich auftreten. Ja, und dann kommt dazu auch noch, dass natürlich seine vielen Verletzungen, kleine Verletzungen, die er hatte, wo er in vielen Matches einfach irgendwann mal einfach wegen einer Szene, wo niemand sonst verletzt würde, wegen dem, aber er schon. Also er ist sehr fragil und ja, von dem her weiß ich nicht, bin ich gespannt, wie das dann wird in Frankreich, ob er da vielleicht, ja, weiß nicht, besser beraten wird, vielleicht was seine physische Entwicklung angeht, weil das braucht er auf jeden Fall, zum noch können den Rang wieder finden. Aber ich glaube, die Montpellier haben ihn auch einfach geholt, weil er ablösefrei ist und mal so einen Spieler mal kann holen, mal schauen, was passiert. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus, aber es gibt natürlich immer wieder Stories, dass einer eben den richtigen Rang findet, eben zum Beispiel einen guten Ernährungsberater hat oder was immer ihm fehlt. Vielleicht weiß er das auch noch nicht, oder ich kann vielleicht sein, wie beim Schönbein, dass man dann irgendwann mal eine Lösung findet für seine medizinischen Probleme. Und von dem her ja, wünsche ich ihm viel Glück, aber ja, ich finde nicht, dass es ein großer Verlust ist für den FC Zürich. Ja, ich sehe seine Verletzungen auch. Und ich habe das Problem, dass wenn einer so schwere Verletzungen hat, wo du so viele Wochen, und Monate weg bist, bis du wieder in Schwung kommst, wird ja gesagt, wenn du eine schwere Verletzung brauchst, so lange, wie du hast, wie du verletzt bist. Das ist sicher ein Punkt. Und junge Spieler haben einfach dann noch das, dass sie unbeständiger sind. Ich kann es zu wenig im Detail, ich kann es zu wenig im Detail, ich kann es zu wenig beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, also das habe ich schon mitbekommen in gewissen Matches, dass er ziemlich neben den Schuhen gestanden ist. Hat dann aber einzelne Qualitäten doch immer auch wieder gezeigt, wenn er irgendwie Tempo aufnimmt und er macht einfach unerwartete Dinge manchmal. Das hat letzte Saison mehr geklappt als diese Saison. Und es ist etwas, was ich denke, ja, wenn er jetzt einen Tapetenwechsel hat, kann ihm das gut tun, wieder neuen Schwung bringen und auch neue Motivation. Gut, dann gehen wir zu der nächsten Personalie, Fidan Aliti. Fidan Aliti finde ich ja, Stammspieler FCZ. Hat einmal mehr bewiesen in dieser Saison, wie wichtig er doch ist, auch wenn er ein paar oder viel Fauxpas geleistet hat, finde ich doch einen guten Rückhalt, wo man auch ja, wo man kann divers einsetzen in der Verteidigerposition. Wo man jetzt auch sieht, wenn jetzt ein Guerrero fehlt, also verletzt fehlt, kann der ruhig einmal auf der linken Verteidigerposition spielen. Ja, also ich finde auch, also da gleiche Meinung. Fidan Aliti für mich ein absoluter Baustein von dieser Mannschaft. Seit er gekommen ist er schon in seiner ersten Saison sehr, sehr wichtig gewesen dort. Dort ist es nur darum gegangen, dass man eben defensiv als Haudegen hin ein bisschen das Ganze zusammenhebt mit dem Nathan zusammen dort noch. Und jetzt hat sich seine Rolle ein bisschen geändert, weil er es jetzt ein bisschen anders spielt. Aber er ist immer noch einer, der von der Mentalität her extrem wichtig ist, wo in dieser Mannschaft eine gewisse Balance herstellt, wo gewisse Qualität reinbringt, die sonst nicht alle haben. Und es ist auch einfach sehr schön, das zu sehen. Man sieht es bei ihm so richtig, wie er sich für den FCZ ja, richtig zerreißt auf dem Platz und wie er sich auch freut über Goal und wenn er mal ein Assist kann machen kann, zum Beispiel. Das ist wirklich wunderschön zum Zuschauen, wie er brennt und wie er jedem Match das Beste gibt und ist sicher einer von der konstantesten Spieler beim FC Zürich. Ist der, der von den Feldspielern einer der fast am meisten Einsatzminuten hat. Nur der Guerrero und der Cambéry haben noch mehr. Sonst, ja, alle anderen haben weniger. Ja, Conte hat auch noch ein bisschen mehr. Drei Assists und wie der Lukas sagt, seit er auf der linken Seite ist, hat der FCZ dort nicht mehr so ein Problem. Vorher haben wir, ich komme in seinen Chat rein, haben wir mal probiert, zweimal auf der linken Seite. Petersen da von Dänemark. Karabatze.
von Augsburg, ja, Karabatze, der Student quasi aus Georgien. Also es ist, ja, es ist einfach anders. Und wenn es die Saison ist, wo Zürich eben mehr Goal bekommen hat als letzte Saison und er auch nicht immer gut ausgesehen hat, aber es ist doch so, dass er immer kämpft und es ist das Beste gibt. Und wenn ein Aliti in Basel sich mit den Basel-Spielern anlegt, so, oder als Basler, dann weiß man, er ist eigentlich im Herzen Zürcher. FCZ auf jeden Fall. Ja, ein FCZ, so muss man sagen, ein FCZ. Zu den nächsten Personalien. Nikola Katic, ich persönlich finde ihn super, auch wenn er bei der Rückwärtsbewegung ziemlich langsam ist und oft alt aussieht, trotz seinem Alter von 26. Meint immer ab und zu von seiner Unbeweglichkeit einmal, dass er 34 ist. Aber trotzdem ist er einer, der einstecken kann. Du hast es vorhin gesagt, Toni, Blut überströmt mit der Bandage gegen Basel. Also da hat er sich schon mal unsterblich gemacht bei den Fans mit so einer Aktion. Ein richtiger Kämpfer und ich finde, kann auch mal einen Unterschied ausmachen. Aber wenn er schlecht ist, dann spürt man, dass er richtig in der Abwehr. Also, ich finde ihn auf jeden Fall einen guten Zuzug, einer von den wenigen, wo ich gerne auch nächste Saison würde in der Abwehrreihe vom FCZ sehen. Ja, das ist für mich einfach so ein typisches Beispiel eben von dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Mannschaft und ob sie zusammenpasst mit dem Spielstil. Oder? Also, wenn man den Fußball würde spielen, wo man unter dem Breitenreiter gespielt hat, in der meisten Saison auf Umschalt- und Konterfußball, dann kann ein Katic durchaus ein sehr gutes Element sein dorthin. Das ist ein Fußball, wo wie zugeschnitten ist auf ihn. Aber wenn man hoch steht, wenn man will Spiel machen, dann wird es sehr schnell sehr schwierig. Er hat in der Rückrunde ja, lange Zeit sehr schlecht gespielt. Dann hat er auch ein paar bessere Spiele gehabt zwischendurch. Aber von dem her bin ich da, muss man da wirklich schauen, wie wird man spielen nächste Saison. Und je nachdem macht es Sinn, dass er bleibt oder sonst macht es weniger Sinn. Er hat die Saison von mir aus gesehen einzelne Spiele, also so, hat Spiel gehabt, wo Zürich zu Null gespielt hat und nur ein Goal bekommen hat, wo er sehr, sehr gut war, gut im Zentrum stand, ist alles rausgehauen hat. Das Letzte, was ich gesehen habe, als ich ihn live gesehen habe, war in Winterthur, wo er sehr viele Zweikämpfe so gewonnen hat und nachher eben auch die Böden dann rausgehauen hat und im Zentrum die Stürmer Roman Buss kaum einen Stich gehabt hat. Er hat aber auch einzelne, also eben so ein Match, wenn er dann schlecht ist, wenn, ich weiß nicht, wie es Nerven kostet, wenn dann wirklich, wenn mal ein Fehler passiert, wie damals eben bei der 4-1 in Luzern, dann ist es wirklich, dann geht es nicht in die Hose, dann ist es nicht nur einmal, wo er irgendwie ausrutscht oder was auch immer, sondern dann hühnert er umeinander und ist orientierungslos ein Stück weit. Und so hat er doch auch zwei, drei Matches gehabt, wo er ziemlich abgefallen ist und einer von denen war, wo, jetzt auch gegen Lugano, als drittletzter Mann will auf Offside spielen, bei einem von den Goal oder einen Schritt zurück machen und nicht sieht, dass die anderen Verteidiger schon näher zum Goal stehen. Also, es sind so Szenen, wo er einfach, dann einfach die pure Verzweiflung oder irgendetwas macht. Aber es ist nicht mit klarem Kopf, sondern einfach dann irgendetwas macht. Aber vom Einsatz her hat mir gefallen. Und eben in diesem Match, wo Zürich wirklich in dicht gestanden ist, hat er einen wichtigen Anteil gehabt. So, ich sage, er ist entweder Flop oder wirklich top. So, es ist ja kein Maß zwischen ihnen. Dann würde ich gerne zum nächsten gehen, zum Schweiz-Kosovar Lindrik Kamberi, 23. Hat sich wirklich zu einem guten Spieler entwickelt, finde ich. Zu einem Verteidiger, der jetzt unter anderem im Derby ein Goal geschossen hat. Trotz seinem Fehler hat das wieder können ausbügeln. Hat diese Saison 32 Spiele gespielt. Hat in der Europa League auch 6 Spiele gespielt. Also, ja, auch ein guter, den ich finde, auf den kann man sich verlassen künftig. Ja, er hat auch so ein bisschen zwei Gesichter. Also grundsätzlich hat er lange Zeit gehabt, auch diese Saison, wo er recht konstant war. Wenn er einen guten Tag hat, dann ist er auch von der Mentalität her wichtig. Aber er hat auch manchmal so Tage, wo er irgendwie, jetzt in der letzten Zeit ist es meistens so die Anfangsphase vom Spiel gewesen, so im ersten Spielviertel, wo er wie nicht da ist, wo er wie ein bisschen ja, so ein bisschen zu lässig alles will machen und das mag es bei ihm einfach nicht verlieren. Er muss an Grenzen gehen und dann kann er in der Super League
mithalten und sogar ein guter Spieler sein. Aber das braucht es einfach bei ihm. Das hat man schon in frühen Phasen von seiner Karriere gemerkt, dass er einfach ja, wirklich voll muss da sein. Er kann es nicht irgendwie kompensieren. Ist ein Innenverteidiger, der aber nicht so gross ist für einen Innenverteidiger. Ist auch nicht super schnell. Aber er muss einfach seine Mentalität voll können einbringen. Und wenn er sich zu fest anstecken lässt von vielleicht Mitspielern, die ein bisschen zu lässig auftreten, wie das vielleicht ein Tchemaili oder ein Okita oder so machen, dann geht es nicht, dann fällt auch er extrem an. Er hat von den Verteidigern, oder von den Feldspielern, hat er am zweitmeisten Einsatzminuten, nur der Boran Jasevic hat mehr. Also zeigt das irgendetwas, dass man auf ihn wirklich ein Stammspieler wurde. Das, was du jetzt gesagt hast, Lukas, das habe ich in Erinnerung bei Winterthur. Er hat oft gute Matches gehabt. Auch wenn er nicht der längste ist in der Körperlänge, hat er doch irgendwie ein extrem gutes Timing im Kopfball und hat gewisse Sprungkraft. Hat auch so mal das Goal geschossen. Also er schießt auch eine Schüttprozessung etwa ein Goal. Also er hat letzte Saison auch eins gemacht. Und für mich ist so ein das, dass bei Winterthur habe ich das gesehen, dass wenn er einen Fehler macht, dann könnte es matchentscheidend sein. Und das hat er immer mal wieder. Aber jetzt bei Zürich viel, viel weniger als damals. Also das hat er sich ein bisschen ja, das hat er sich wie ein bisschen abgewöhnt. Vielleicht einfach noch mehr fokussiert. Aber es hat schon, zum Beispiel jetzt eben das Goal gegen GC, noch in der letzten Erinnerung, das 1-0, wo er hinterher rennt und einfach den Mann völlig außer Acht lässt. Irgendwo dahinten ist, aber nicht der Mann, nimmt den einzigen Mann, der im Strafraum gefährlich ist. Und den müsste er nehmen. Und dort ist er dann 1 Meter weit davon weg. Und dort ist jetzt dann einfach die Situation nicht richtig ein. Aber, also auch noch wichtig ist, oder, ist ja ein eigener Junior, der ausgelehnt worden ist zu zwei verschiedenen Clubs, zu Wiel und zu Winterthur. Und das hat irgendwie funktioniert. Und es kommt auf längere Sicht raus, kann das eben ein Spieler sein, der vielleicht dann bei Zürich bleibt und die Erfahrung dann mit der Zeit dazu Erfahrung kommt, die er kann reinbringen. Und vielleicht eben, weil er immer muss alles geben muss, unter Umständen eben nicht auch für einen anderen Club interessant wird, der ihn dann irgendwie wegholt. Aber trotzdem eben solid bleibt und ein wichtiger Teil von der Mannschaft wird und bleibt. Ja, das kann durchaus sein, ja. Zur Sprungkraft nur noch kurz. Also das ist, und zum Timing, das ist natürlich, das ist absolut top. Also ich sage immer wieder, er wirkt für mich ein bisschen wie ein Kunstturner. Also so wie er seine Körperbeherrschung in der Luft hat, ist wahnsinnig. Nur nützt das halt vor allem eben in der Offensive. Also dort zum Goalschießen ist das super, oder? Das ist wie die älteren Semester erinnern sich vielleicht noch an Kalle Riedle oder so, ist auch nicht der Größte, aber der hat ein super Timing und Körperbeherrschung in der Luft gehabt. Und das ist beim Goalschuss in der offensiven Kopfball ist das der wichtigste Punkt, dass man das hat. Aber defensiv Kopfball im eigenen Strafraum, dort kommt es eigentlich wirklich auf Körpergröße drauf an. Dort musst du ja den Ball nicht präzise rausköpfen unbedingt, du musst ihn einfach. Muss einfach grösser sein als die anderen und die anderen verdrängen. Und da ist er dann natürlich nicht so an der Spitze dabei, aber dafür haben wir dann ja dann ein Kurezi oder ein Katic. Richtig, und zum Mirlin Kreis kommen wir gerade zu dem 1,96 Reis. 26 ist er, hat von der ja, diese Saison nicht so einen grossen Stellenwert gehabt wie vergangene Saison, hat das mal nur 14 Spiele gespielt von 36 aufgrund seiner Verletzung. Was kann man zu ihm sagen? Gut, er ist jetzt einfach vom Katic verdrängt worden, weil man mehr auf den Katic setzt. Ich finde, er hat eigentlich für mich insgesamt unter dem Strich eher besser gespielt über die ganze Saison hinweg, wenn man alle Spiele mit berücksichtigt, dass der Katic. Von dem her ist das einfach so eine Wahl gewesen, wahrscheinlich, dass man hat einen Spieler dort in der Innenverteidigung haben, der noch ein bisschen erfahrener ist. Und man hat ja den Katic ist wahrscheinlich auch nicht ganz ein billiger Spieler. Und den hat man geholt und den hat man jetzt einsetzen und bringen. Aber von dem her, Kruse war eigentlich immer da gewesen, wenn es ihn gebraucht hat. Und für mich eigentlich nicht wirklich gross schlechter gewesen als letzte Saison. Er hat sogar in gewissen Bereichen noch Fortschritt gemacht. Für mich ist der Krise und Spieler einfach aufgrund von seiner Physis, von seiner Größe, seiner Muskelmasse, wo muss in Schwung kommen, wo das
Es geht auf eine lange Sicht, ein Spiel geht es, aber auf lange Sicht geht es nicht. Immer mal wieder reinkommen, mal wieder draußen sein. Man muss können spielen, braucht Spielpraxis, braucht auch das Selbstverständnis. Und dann ist hat er einen enormen Wert. Er hat so einzelne Spiele gehabt, wo er eben gut war, ist aber mit Pech irgendwie blöde Szenen reingekommen. Ich glaube, es ist ein Match gegen eBay zum Beispiel, wo ich finde, wo er gut gespielt hat, aber wo nachher von der Schnelligkeit von diesen eBay-Spielern bei diesen Ausgleich, die sie da geschossen haben, ist er überfordert gewesen und hat sich einmal rauslocken lassen. Und dann irgendwo dort, ja, ist er nicht im Zentrum geblieben. Und das ist dann ein Punkt gewesen, wo dann eBay das 2, glaube ich, das 2-2 können schiessen. Ich weiß, das 1-1 oder das 2-2, eins von den Goal, die von rechts dann dort entstanden sind. In der reichen Golfseite Südkurve. Und Also, das, ja. die zwei Goal, die zwei Gegengol gegen IB, das ist ja das erste Gegengol, der schnelle Konter von IB, wo viele im Kolosseum auch angekreidet haben, aber weil er dann noch der letzte Mann ist, wo dann dort der Montero nicht aufhalten kann, aber der Montero hat keiner können aufhalten, oder? Also das ist nicht ein Fehler von Kolosseum, also der Fehler ist dort vorne passiert, wo der Tosin eigentlich den Lattenschuss hat und dann geht niemand, da stehen alle hoch, alle stehen vorne, aber niemand geht dort angreifen, um den Konter von eBay im Ansatz zu unterbinden. Und dort hätte man müssen eingreifen. Nachher, wenn dann mal der Ball tief gespielt wird auf den Montero, dann hat eigentlich kein Verteidiger von der Super League hat da eine Chance. Weil du musst jetzt erst als Verteidiger immer zuerst drehen, du musst zuerst anlaufen und der Stürmer, der ist schon im Vollsprint. Oder? Wenn der eine dir am Vollsprint vorbei rennt und du drehst dich noch um und musst dann zuerst anfangen rennen, den holst du nie mehr ein. Auch wenn du der schnellste Spieler bist, das hat mal so ein Beispiel gegeben, ich glaube letzte Saison, wo sich auch alle in Deutschland gewundert haben, warum, das ist der Nico Schulz bei Dortmund, hat gespielt, der hat als der schnellste Spieler von der Bundesliga gegolten und der hat aber die Konter von Paderborn, hat er optisch sehr schlecht ausgesehen, wo der Paderborn gerade mal gewonnen hat in Dortmund. Aber es hat einfach mit dem zu tun gehabt, er ist schon schnell, aber wenn der andere schon im Vollsprint ist, dann hat auch der Nico Schulz keine Chance und das ist natürlich so, also, das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Das Zweite, was du gesagt hast, dass er sich dort rauslocken lassen, das ist tatsächlich ein Fehler gewesen. Aber das ist im Katic jetzt zum Beispiel wirklich also etwa 20 Mal passiert in der Rückrunde, oder? Und Kruse ist einmal passiert. Also Ich würde dem, sagen, er müsste einfach mehr spielen. Dann ja. kommt er wieder in den Spielfluss hinein. Es war in der Saison gewesen, vor dem Breitenreiter. Ich habe auch gesehen, wo er meistens verletzt war. Ich bin mal ein Trainingsspiel geschaut, mag mich noch erinnern, auf dem Herrenschürli, wo er geschmeckt hat, der ist nicht im Rhythmus. Und das ist ein anderer. Letzte Saison war er ein anderer Spieler gewesen. Und dort, sagen wir, im Cup-Final gegen IB, da 2018, oder in dieser Phase, ist er auch ein anderer Spieler gewesen. Und ich glaube, er braucht halt einfach Spielpraxis. Und das ist so, der hat so eine Physis. Und er hat eben auch Qualität. Also seine Qualität ist wirklich die Spieleröffnung mit seinen langen Bällen. Oder wenn er den Ball auch vorhält, der fliegt 60 Meter weit. Also der hat einfach eine Kraft in diesen Beinen. Wenn er den Ball fortschießt, es ist auch schön zum Schauen, oder? Ich habe immer auch eine Freude, manchmal nicht nur Technik und alles, sondern wenn einer einen Ball anhält und der Ball einfach wirklich weggezimmert wird. Das gefällt mir eben auch noch immer durch. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der es geschafft hat, tatsächlich, Achtung meine Damen und Herren, mit Dortmund Meister werden, aufgrund von der aktuellen Situation. Von der aktuellen Saison ist es ja ein Wunder. Marc Hornschuh. Vertrag läuft aus dieses Jahr. Man ist im Gespräch, soweit man aus den Medien gehört. Ja, was ist sein Zeugnis? Ja, es ist solid, würde ich sagen. Er ist auch nicht der schnellste Spieler, aber ist auch von der Mentalität her sicher einer von der besten. Man kann sagen, häufig ist es so, dass wenn er reinkommt, wird er häufig eingewechselt, noch im Mittelfeld, in der Schlussphase, wenn man in Führung liegt und meistens gewinnt man dann auch den Match, wenn der Hornschuh das am Schluss noch aufräumt und ist manchmal wirklich noch sehr wichtig in diesen Situationen. Und das ist wirklich sehr ein dankbarer Spieler, dass man so einen hat, wo wirklich, man merkt bei ihm, dass er einfach voll
aufgeht in dieser Rolle. Er kennt seine Rolle, was er für die Mannschaft kann leisten kann, was seine Stärke ist und was auch seine Schwächen sind. Und er akzeptiert das voll und ist wirklich ein sehr ein wichtiges Element für die Mannschaft, habe ich das Gefühl. Das ist schon in der meisten Saison so gewesen und jetzt auch diese Saison wieder. Ich sehe es auch so, ich sehe es genau so. Macht keine Unruhe, ist solidarisch mit der Mannschaft, hat knapp mehr als die Hälfte der Meisterschaftsspiele gespielt, aber Einsatzminuten für etwa 7 Spiele oder vielleicht 8 Spiele. Und gelbe Karte, wenn ich nach Statistik schaue, eine gelbe Karte, hat es andere, wo das doppelte Einsatzminuten gespielt haben, aber wesentlich mehr gelbe Karten haben, oder 4, 5. Bei der gleichen Anzahl. Also durch Reklamieren oder was auch immer. Oder durch Tätigkeiten oder so Sachen. Und der Hornschuh ist auch dort ruhig und Schattenmannschaft auch so nicht. Dann kommen wir weiter zu einem ja, vermeintlichen Abwehrjuwel. Der ist jetzt schon 22, ist in Amerika geboren. Gesprochen wird vom Ilan Sauter. Der Vertrag wird nicht verlängert. Zu ihm kann man wie wenig sagen. Er hat 0 Spiele gespielt diese Saison. Auch sonst allgemein hat er wenig Einsätze gemacht für den FCZ. Lukas, du bist doch ein bisschen mehr in den Junioren drin. Was ist jetzt, also ist es jetzt ein Verlust für die FCZ, oder? Ja, nein, muss ich sagen, nicht. Ist ein bisschen schade, das räumt mich ein bisschen für ihn, weil er ist natürlich auch einer von denen, wahrscheinlich der mit dem kleinsten Vertrag. Es gibt tatsächlich auch Spieler beim FC Zürich, junge Spieler, die wirklich sehr wenig verdienen, wo viele erstaunt werden, wie wenig das ist. Und er ist wahrscheinlich schon einer von denen. Und wo dann jetzt natürlich auch auf den Fußball gesetzt hat, aber es hat ist irgendwie bis jetzt nicht aufgegangen und es wird auch sicher nicht einfach für ihn. Er ist ein Teil von der Generation gewesen, mit dem Krasniqi, Sohm, Stojiljkovic in der Mannschaft, wo dann jetzt zum Beispiel auch in der U18 das Finale erreicht hat und dort einzelne Spiele gehabt hat, wo er ja, zum Derby mal in Niederhasli, wo er hat können glänzen, aber dann vielleicht auch ein bisschen durch die einzelnen Spiele vielleicht auch ein bisschen überschätzt worden ist und bei ihm hat sich dann schon doch schon bald abzeichnet, dass es schwierig ist für ihn, dass er ein bisschen zu wenig handlungsschnell ist, ein bisschen zu langsam und einfach zu viele Fehler macht allgemein und von dem her ja, hoffen wir auch das Beste für ihn, aber ich glaube, das ist irgendwie logisch, dass sein Vertrag dann nicht verlängert wird. Zum 18-jährigen Innenverteidiger-Talent Ramon Guzzo. Sein Vater hat beim FC Baden gespielt. Er sollte als fußballverrücktes Talent gelten. Lukas, was kannst du zu ihm sagen? Ja, also muss sagen, wenn ich ihn gesehen habe, spielen bei den Junioren, hat er meistens nicht so gut gespielt. Man sieht schon, dass er ein gewisses Talent hat. Er ist auch von GC gekommen und ja, ist sehr vielseitig. Er kann verschiedene Positionen spielen, kann linke Innenverteidiger spielen oder in der Dreierabwehr zum Beispiel oder eben auch Außenläufer auf der linken Seite. Er ist ein Linksfuß, hat sicher ein gewisses Talent von der Technik her, kann in einzelnen Spielen hat er auch offensiv immer wieder mal etwas können bewegen, aber so von der defensiven Arbeit und allgemein auch von der Konstanz und der Mentalität, da muss er für mich schon noch zulegen. Dann zu einem weniger jungen Spieler, aber immerhin noch 28-jährigen Ole Selnes. Mit ihm wird der Vertrag auch nicht verlängert. Ja, ich finde, er hat zum Teil mega gute Spiele gezeigt. Vor allem im neuen Jahr hat man gedacht, okay, jetzt ist der Knopf aufgegangen für einen kurzen Moment. Aber dann hat es irgendwie doch nicht ganz geklappt. Toni, was meinst du zu ihm? Ja, er hat nicht Zeit gewirkt, als er gekommen ist. Von mir aus gesehen, hier das Zeugs wollte an sich reissen, aber er war eigentlich nicht in der Lage, hier, wo es der Mannschaft nicht so gut gelaufen ist. Vielleicht einzelne Aktionen, die gut waren.
für mich persönlich der Tiefpunkt, der Freistoß gegen Lausanne aus einer zentralen Position, wo er nie durfte so spielen, beim Stand von 2-2 in der Verlängerung, wo Lausanne nachher der FCZ auskontert, nach Strich und Faden. Und auch auf die vielen gelben Karten durch Reklamieren, Hände verrühren und so. Gewisse Sachen habe ich gut gefunden, so manchmal Ruhe reingebracht, wirklich einzelne Match, wo ich gefunden habe, das ist gut. Ich habe gefunden, ein Norweger tut es im FCZ gut, die können einstecken, das ist einfach, die bleiben ruhig, die sind solidarisch, die haben einen Kampfgeist, die gehen nicht auf, alles zusammen. Aber von mir aus gesehen, zu wenig einfach Fitness oder auch die Art und Weise, wie er gespielt hat. Hat auf mich relativ langsam gewirkt. Ja, es hat ja so wieder, ich sage jetzt mal, so gewisse Transfers, die sich wiederholen. Also, wir erinnern uns vielleicht alle noch an einen gewissen Spieler namens Popovic. Und der Senes erinnert ein bisschen an ihn, wirklich technisch sehr gut. Aber wo er gekommen ist, hat er nicht einmal 10, 15 Minuten richtig können auf einem höheren Rhythmus mitheben, nach mehreren Jahren in China. Und ja, er hat die Technik, er hat das, was ja, auf den ersten Blick begeistert, seine Schusstechnik, seine Pässe, seine Diagonalpässe. Es hat auch so ausgesehen, dass er in der Winterpause, hat es eigentlich so ausgesehen, der Testspiel, dass er wird eine wichtige Rolle spielen in der Rückrunde, aber dann hat er sich verletzt. Und dadurch wissen wir nicht, wie das jetzt geworden wäre mit ihm in der Rückrunde. Und dann am Schluss, jetzt, wo er nochmal ein bisschen reingekommen ist, hat er einmal wirklich in Luzern hat einen sehr guten Einsatz gehabt, aber nachher ist er dann wieder total ja, abgefallen und hat dann auch gegen den Schluss dann auch mit seiner Körpersprache dann nicht mehr gut gewirkt. Und von dem her ja, ist es auch letztendlich unter anderem wegen der Verletzung, aber wahrscheinlich nicht nur, wieder ein kleines Missverständnis gewesen, da im Mittelfeld mit einem ältere technisch gute Spieler, wo aber halt der Super League Rhythmus nicht mehr können mitgehen. Super League Rhythmus, wo sehr ein höherer Rhythmus ist, das sehen wir auch in internationalen Statistiken. Es gibt kaum eine Liga in Europa, wo so viele Sprints zum Beispiel gemacht werden wie die Super League. Das wird häufig ein bisschen unterschätzt und das ist gerade für solche Spieler natürlich dann schwierig. Dann geht es weiter zum aktuell, oder ja, doch, aktuell einzigen Nigerianer, Defenyo Matthew. Der ist den Winter gekommen. Ich persönlich finde ihn eine gute Verstärkung. Er ist eigentlich auch geholt worden, soweit ich weiß, um auf die nächste Saison aufzubauen. Hat wunderbare Schusstechnik, haben wir auch schon davon Kenntnis nehmen. Unter anderem sind Schlenzer gegen Luzern, wo unter anderem beim FCZ auf der Instagram-Page unter den besten Goals in dieser Saison gehört. Was meinen Sie zu ihm? So Jugendliche im Slang würde ich sagen stabil. Ja, Nicht also schlecht. eben Winterpause geholt, 13 Mal gespielt, 1053 Minuten. Also wenn man das verdoppelt, dann, wenn wir jetzt der in der Vorrunde schon werden, wäre einer von denen, wo sehr viel gespielt haben, hätten oder so. Und zwei Goal geschossen, auch in Basel, der Konter abgeschlossen, hätte er eigentlich überspielen, aber versenkt sie nachher, da kannst du gar nichts sagen. Und auch gemessen an dem, wie viel Zweikampf das er bestreitet, hat er drei gelbe Karten. Ist auch etwas, wo kannst du sagen, ja, das ist, wenn das jetzt eine Saison hochrechnet, sind das sechs und eben nicht irgendwie 10 oder 12, wo es dann auch Ente geben. Also von mir aus gesehen ein guter Wert, wo in einer weiteren Saison kann der FCZ stabilisieren. Und gegen Führen auch aus seiner Position raus oder trotz seiner Position gewisse Torgefahr hat. Das gefällt mir bei ihm. Ja, ist ja lustig, dass er, glaube ich, sogar beide Goal mit links geschossen hat, oder? Obwohl er Rechtsfüßer ist. Und von dem her ist das sehr gut, dass er auch mit dem schwächeren Fuß sehr gut schiessen kann.
Und ich habe ja dort, wo er kam, einen Artikel über ihn geschrieben, habe ihn dort als Buchhalter betitelt, im Sinn von, dass er eben sehr verlässlich ist, sehr konstant und eben ein bisschen so wie ein Uhrwerk spielt für mich, oder? Also, dass er einfach, es gibt so Spieler, die so Auf- und Abs haben und grosse Höhen und Tiefen, und das spielt mir einfach viel weniger der Fall, auch in der Art, oder wie er spielt, ist sehr ein nüchtern spielender Spieler, das heisst, er sucht die einfache Lösung, wenn er kann einen einfachen Pass spielen. Dann macht er gerade sofort das und studiert nicht noch lange darum, was er noch könnte für einen super Diagonalpass spielen, sondern wenn es gerade sich etwas anbietet, dann macht er das gerade und so Spiel schneller machen, weil ja der Ball schneller ist als der Mann. Wenn man den Ball sofort spielt, dann ist das Spiel auch schneller. Und von dem her erinnert er mich in gewisser Hinsicht ein bisschen an Gilles Jappi. Das ist seine Qualität auch gewesen, unter anderem. Aber er ist natürlich zusätzlich auch noch physisch stärker als der Jappi war. Und von dem her sicher, ja, ich bin auch positiv gestimmt für die Zukunft. Das kann ein wichtiges Element sein im Mittelfeld, eben gerade wenn wir andere Spieler haben, die sehr talentiert sind, aber vielleicht nicht so konstant. Dann kann er da ein bisschen ausgleichend wirken. Preis gefällt mir. Ist mir happy. Ja, das wäre gerade überlegt, ja. Dann gehen wir zum Ersatz vom Ousmane Doumbia, wo letztes Sommer gekommen ist, Jay Conde. Macht das, find, hat sich wirklich hat sich gegen viele Hater müssen durchsetzen, wo gesagt hat, nein, er kann niemals mit dem Super League Niveau mithalten, hat auch am Anfang extrem viel Fehlpass gemacht, aber mittlerweile finde ich, hat er sich recht gut entwickelt. Was meint ihr zu ihm? Er gewinnt immer wieder erstaunliche Zweikämpfe. Ist sehr, sehr wendig. Im Mittelfeld wichtig. Hat viel gelbe Karten, aber gelbe Karten sind wegen Foul. Also er steht dort. Jede Mannschaft hat irgendeinen, halt, wo zwischen 10 und 12 gelbe Karten hat. Also in dieser Position, wie er hat. Und er ist auch technisch gut. Manchmal ein bisschen Schwankungen, manchmal ein bisschen überheblich. Auch mental mal vielleicht, dass das irgendwie stinkt, wenn zum Beispiel mal ausgewechselt wird oder so, dann zeigt das ein bisschen. Aber von mir aus gesehen, auch wenn er jetzt eine Saison noch überkommt oder eine weitere Saison noch hat, der hat viel gespielt und er ist ein solider Wert für die Superliga beim FCZ, von mir aus gesehen. Ja, für mich auch. Also, es ist da wirklich ein sehr guter Transfer gelungen im letzten Sommer. Ich habe ihn ja dort nach dem Testspiel schon ziemlich gelobt gehabt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht gewisse Hater, die er gehabt hat, vielleicht das auch ein bisschen, das Lob vielleicht ein bisschen zu. Wie soll ich sagen, man tut ja dann häufig, wenn einer gelobt wird, dann tut man mehr dann, das Haar in der Suppe suchen und was er jetzt schlecht gemacht hat. Und das habe ich ein kleines Gefühl gehabt, dass das ein bisschen so der Fall war, weil er hat eigentlich schon in der Vorrunde schon von Anfang an gute Leistungen gezeigt, hat sicher zwischen ihnen auch mal das ein oder andere Spiel gehabt, das nicht so gut war. Aber das ist tatsächlich das, was Toni gesagt hat, dass er ab und zu vielleicht nicht ganz sicher nicht ganz bei sich war oder ein bisschen, ja, in ein anderes Thema im Vordergrund gestanden ist. Aber er hat natürlich auch sehr viel Spiel gemacht, schon in jungem Alter, jetzt in dieser Saison. FCZ hat insgesamt 50 Spiele gemacht und er hat viele davon bestritten. Und es ist einfach schon speziell, dass der FCZ so einen Spieler hat können holen, wo die Kombination hat von Physis und Technik. Wo er mit sich bringt. Er ist einerseits ein Balleroberer, aber er kann den Ball auch sehr gut verteilen, ist relativ schnell. Und das Einzige, wo er noch ein bisschen besser machen kann in gewissen Spielen, ist ein bisschen die Rückwärtsbewegung. Da ist er manchmal macht er ein bisschen zu wenig investieren. Ist schon wichtig, dass wenn er auf der sechster Position spielt, dass er dann die sechste Position auch wirklich kann. Heben. Und das ist ja eigentlich für mich der grösste Kritikpunkt, dass er dann in der Rückwärtsbewegung, wenn der Gegner zum Beispiel schneller Konter fährt, dass er dann zu wenig schnell zurück ist, häufig an der Strafraumgrenze auf seiner Position, wo dann, wenn der Gegner zum Beispiel einen Ball in den Rückraum spielt, von der Grundlinie her, dass er dann der ist, der dann dort muss stehen und den abfangen. Dann kommen wir weiter zum Stefan Seiler, ist zurückgeholt worden von Winterthur. Man hat immer irgendwie das Gefühl, ja, jetzt ist der Knopf aufgegangen, jetzt spielt er, jetzt geht's los. Ich kann mich immer noch gut erinnern, von Saison, also vorletzte Saison,
Im letzten Spiel sind Hammer gegen den FC Vaduz. Dort habe ich gemeint, kann nächste Saison wieder Stammspieler oder wird irgendwie eine größere Rolle spielen, aber irgendwie, ich weiß nicht, fehlt mir etwas von ihm. Ich habe ihn bei Winterthur erlebt. Dort hat er weniger gespielt, als man eigentlich gedacht hat. Ist aber so gewesen, dass er zum Teil auch dann weit vorne noch gespielt hat. Er hat zum Beispiel mal in Basel ein Goal geschossen, wo man gedacht hat, ja, das klingt jetzt dem FC Winterthur nicht. Ist dann zu Zürich zurückgekommen. Ich hatte den Verdacht gehabt, dass die Führung beim FCZ nicht hat den Fehler machen wie 2016. Ist aber eine Abstiegssaison, also 2015, 2016, dass man einen Spieler auslehnt an einen Konkurrent. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass man ihn auch zurückgeholt hat, weil man vielleicht denkt, gut, wenn er jetzt bei Winterthur nicht so viel spielt, dann können wir ihn ganz gut bei uns haben. Also, ja, er ist bei Winterthur ist er eher in eine offensive Rolle zum Einsatz gekommen und er wäre aber auch ein guter Sechser. Ja, also ich denke, Stefan Seiler ist halt das größte Problem bei ihm ist sicher die Unkonstanz. Dass er hat zum Teil bombenmäßige Spiele dabei. Also in einem Spiel hat er, mag ich mich erinnern, eine Szene gehabt, wo er das bei Zürich Live Noten, wo er einen riesen Assist macht auf den Tosin. Aus der Drehung, also quasi Balleroberung und Steilpass in die Tiefe in einer Bewegung aus der Drehung raus. Also so etwas habe ich in der Super League noch selten mal gesehen. Und er hat immer wieder so Szenen, wo absolut außergewöhnlich sind. Das kommt davon, dass er einfach extrem beweglich ist und extrem explosiv auch kann sein. Und er hat auch eine gute, sehr gute Technik. Bei ihm ist einfach auch einerseits der Spielrhythmus, der fehlt, und andererseits der Fokus, also irgendwie dass er wirklich voll fokussiert ist, mentalitätsmäßig eine gewisse Solidität erreicht. Also ich finde, bei ihm ist so ein bisschen Wundertüte. Also er hat ein gewisses Potenzial, wo ich muss sagen, es wäre möglich, dass er nächste Saison könnte durchstarten, aber es ist genauso gut möglich, dass das gar nichts mehr wird. Für mich, ehrlich gesagt, würde er sehr gut zum FC St. Gallen passen. Ich glaube, wenn er zum FC St. Gallen wechseln würde, dann würde er wahrscheinlich Stammspieler dort werden und wahrscheinlich würden dann alle sagen, hey, der ist ja super, warum hat er beim FCZ so wenig gespielt? Aber es ist natürlich auch eine andere Spielweise, die St. Gallen hat. Wir gehen weiter zu einem wichtigen Spieler. Oh nein, jetzt bin ich verrutscht. Doch, sorry. Doch, ein sehr ein wichtiger Spieler, auch wo jetzt zu den ehemaligen Spielern gehört, der Plerim Tchimaili. Mehr muss man nicht sagen, aus einer hervorragenden Karriere, hervorragender Spieler, ein Zürich-Bub durch und durch. Ja. Gut, dass er aufhört, oder nicht? Er hat den richtigen Moment verwünscht. Er hat bei 21 Spielen und eben bei 1070 Minuten rund ist so, hat 5 Goal geschossen. Die einen auf Penalty, aber ja, hat er getroffen. Nervlich manchmal einfach. Ja, er hat viel Freistöße rausgeholt, also wie kaum einer bei Zürich. Auch in den letzten Jahren nicht bei Zürich irgendeiner so. So ein bisschen im Shaqiri-Stil. Wird angegangen und er findet einfach immer die richtige Bewegung, dass der Freistoß wirklich glaubwürdig aussieht. Die Fans in St. Gallen haben sich aufgeregt. Ich habe einen Zuschauer gehört, kam mal am Bahnhof, der gesagt hat: Ah, zum Glück, nein, jetzt hat der Gemayli gespielt gehabt, in Luzern hat er nicht gespielt gehabt und dort hat es viel weniger Foul gegeben für Zürich, weil der geht ja immer um. Aber es sind oft oder eigentlich immer Foul. Das macht er gut, das hat er irgendwie gelernt. Ich finde ihn einfach von der Art her finde ihn sehr gut. Also, es ist für mich eine schöne Geschichte, wie einer anfängt. Natürlich hat er dort in dieser Phase beim Lucien Favre, wo ihn da portiert hat, stark eingesetzt hat und schon von Anfang an, als er zu Zürich kam, ist, ein Auge gehabt auf den Gemayli, auch sehr gut können lancieren. Ich bin froh gewesen, dass er dann nicht beim Christian Gross in Basel gelandet ist, wo er mir ja schon mal den Barfüßerplatz gezeigt hat und den Balkon, wo die meisten Feiern werden stattfinden.
Das hat dann Zürich alarmiert und dann ist er sofort viel mehr noch eingesetzt worden in der ersten Mannschaft. Und er hat das irgendwie gecheckt und hat wirklich eine gute Karriere angelegt. Also er hat das Beste aus seiner Karriere gemacht und ist noch zurückgekommen. Und ich habe gedacht, jetzt, das gibt es ja nicht. Wenn er sagt, ja, ich bin da, zum neuen Titel holen, dann dachte ich, ja komm, hör auf. Aber es war wirklich so gewesen und er hat recht gehabt. Und jetzt ist der Zeitpunkt da und das ist für mich richtig. Er hat der Mannschaft, wenn er fix ist, hat er der Mannschaft etwas können bringen. Aber manchmal, durch das Reklamieren, hat es manchmal auch ein bisschen so Nebenschauplatz gegeben dann. Ja, ich bin froh, dass er jetzt, man hat gemerkt in der Winterpause bei dem Testspiel, dass er sich nochmal so richtig ins Zeug legt. Ich habe schon dort ein bisschen geahnt gehabt, dass er wahrscheinlich schon ein bisschen weiss, dass es seine letzte Halbsaison wird und dass er die möglichst gut wird bestreiten will, um gut in Erinnerung zu bleiben. Er hat dann auch in dieser Rückrunde wirklich über weite Strecken besser gespielt als vorher. Ohne dass er jetzt für mich wirklich einer von der besten Spieler war beim FC Zürich, aber er hat doch nicht mehr so schlecht gespielt wie vorher häufig. Ja, aber das eben, das mit dem Reklamieren ist natürlich auch, ist mir auch aufgefallen, ist mir nicht so gut übergekommen. Ich finde, also einerseits hat man ja von den Spielern auch gehört, auch in der Meistersaison, dass er ein bisschen der Nonno ist, dass er da wichtig ist in der Kabine. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht kann beurteilen kann. Aber was ich sehe auf dem Platz, wie er sich ständig immer wieder mit Schiedsrichter angelegt hat. Und also einfach wirklich, das ist wirklich, ja, das ist nicht schön gewesen. Das ist nicht wirklich professionell übergekommen. Auch wirklich in den meisten Szenen, wo er Unrecht gehabt hat, wo der Schiedsrichter Recht gehabt hat. Und hat sich immer benachteiligt gefühlt. Man kann sich mal benachteiligt fühlen, das ist natürlich normal, aber bei ihm ist das wirklich, hat das Ausmaß angenommen, wo nicht gesund gewesen sind. Und das hat für die Mannschaft auch sicher vom Platz, im einen oder anderen Fall hat man das auch gesehen, hat das in einen negativen Einfluss gehabt auf die Mannschaft. Und schlussendlich, ist das also so gewesen, eben das mit den Fouls, dass für mich er auch von den Schiedsrichtern immer ein bisschen bevorteilt worden ist, obwohl er sich benachteiligt gefühlt hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Thauland Tschakka oder beim Fabian Lustenberger. Das sind die drei Spieler für mich, die eher bevorteilt werden von den Schiedsrichtern, aber sich trotzdem immer benachteiligt fühlen, die irgendwie eine gewisse Erfahrung haben und eine gewisse Anzahl Länderspiele und dann einfach wegen dem eher bevorteilt werden, aber trotzdem das Gefühl haben, dass sie es besser sehen als die Schiedsrichter. Sie sind vielleicht auch darum so weit gekommen, weil sie einfach nicht können verlieren. Sie können einfach nicht. Sie können nicht, also es ist wie ein Gesamtpaket. Aber doch, ich muss sagen, er ist wirklich. Wenn du da ein Teil von einer Meistermannschaft bist, kommst du zurück und bist vielleicht noch ein Puzzlestein. Oder es hat mehrere Puzzlesteine gebraucht, aber er ist sicher seine Form, die besser geworden ist, sicher eins auch von den Puzzlesteinen gewesen, in zum Teil Matches, die knapp waren und er dann noch etwas gezeigt hat, noch etwas geleistet hat und dann eben ein Goal geschossen hat, aus einer Position, wo vielleicht bei Zürich nicht jeder ein Goal macht. Das haben wir schon beeindruckt. Und einfach das Gesamtwerk, das stimmt für mich und eben der richtige Zeitpunkt. Ja, ist natürlich eben fußballerisch, hat er natürlich eine Qualität, die grundsätzlich natürlich hoch ist für die Super League. Oder? Das ist ganz klar. Er hat auch viel gelernt in Italien. Und gewisse Sachen einfach, wo er gut kann, oder also so die typischerweise so die langen Bälle, wo jetzt so das größte Beispiel dann am 1. Mai in Basel war, ja die Meistersaison, der Freistoß, wo er dort, ja, weißt du, das ist das, also wo wirklich kein anderer kann in der Liga, oder also das ist Top-Qualität, Top-Klasse, wo er dann in einzelnen Momenten noch hat können zeigen, ja. Dann geht es weiter mit dem. Es haben wir schon ein bisschen Veto. Also einfach der Moment, er hat auch selber Trainer gehabt und so, einfach vom Emotionalen her, es ist lang, oder eben, ich bin schon lange erwachsen gewesen, wo der 17 war und irgendwie immer gesagt, die Zyklophilie sind die geilsten und weiss ich was und dann so jung Captain geworden ist. Also, und er hat schon vieles eingelöst und das ist schon, das ist wirklich. Hut ab auch von meiner Seite. Wenn ich noch ein paar Worte sagen kann. Cimeli,
Ist natürlich ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, aber trotzdem hat er auch meine Ära ein bisschen geprägt, vor allem, als er in der Nazi gespielt hat. Sein Kopfball am Pfosten gegen Argentinien etc. etc. Man spricht immer nur von dem, aber ich finde, er ist trotzdem viel mehr auch als das und verstehe jetzt auch nicht den Hass von anderen Fans, von anderen Fanlager, weil er doch auch für den Schweizer Fußball oftmals eine gute Visitenkarte hinterlassen hat in Napoli unter anderem. Und ich finde es schade, dass er geht, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, ist der richtige Zeitpunkt. Dann möchten wir ein bisschen einen Tapetenwechsel. Es geht weiter mit dem 18-jährigen Miguel Reichmuth. Hat aktuell kein Spiel gespielt in dieser Saison, hat aber in der Promotion League 16 Spiele gespielt, in der U21. Lukas? Ja, ist ein guter Techniker. Ob es ihm langt, schlussendlich beim FCZ den Durchbruch zu schaffen, bin ich eher ein bisschen skeptisch. Er hat schon, ja, ist der Junioren-Nationalmannschaft ist er über lange Zeit hat er eine gute Rolle gespielt in seinem Jahrgang, dann später ein bisschen weniger. Ja, ist irgendwo durch jetzt an einem Punkt, wo er wahrscheinlich schon sollte mal wie seine älteren Brüder Challenge League spielen und dort sich etablieren, wäre sicher ein Kandidat zum ausgelehnt werden und ja, ist noch ein bisschen vielseitiger als die älteren Brüder, aber im Moment braucht er auf jeden Fall Challenge League, würde ich sagen, und sonst wird es schwierig für ihn nächste Saison da gerade durchzustarten. Gut, dann kommen wir zu einem Leistungsträger. Nikola Boranjasevic, 31 ist er schon, hat in dieser Saison 33 Spiele gespielt, absoluter Leistungsträger beim FCZ. Was kann man zu ihm noch sagen, außer dass er wirklich eine wichtige Stütze ist für den FCZ? Duracell. Ja, also er drängt darauf und darauf, nicht mehr müde. Die Saison noch ein bisschen mehr Aktionen, wo, also einfach mehr misslungene Aktionen sagen wir, im offensiven Bereich, vielleicht auch defensiv als letzte Saison. Letzte Saison ist er noch stabiler gewesen, wichtiger für die Mannschaft, hat auch zum Beispiel kein Goal geschossen jetzt diese Saison, obwohl er so viel gespielt hat. Aber trotzdem der Einsatz, einfach immer noch ein Gewinn für den FCZ. Ich denke eben unter dem Contini bei Lausanne dort noch in der Challenge League schon dort immer auf und drauf gerannt und ich mir denke, so ein Spieler müssen wir haben und dann kommt er zu Zürich und rennt weiterhin drauf und drauf und macht das einfach und ich finde es wahnsinnig auch von der Physis her was so ein Spieler leistet und doch eine gewisse Konstanz anbringt, eben diese Saison vielleicht nicht ganz so, wie es eigentlich mehr Spiel war, die es hatten. Aber trotzdem, was der einfach hin und her rennt. Ja, ich glaube, das ist etwas, was man als Fan gerne sieht, wenn ein Spieler so einen Einsatz hat. Und das ist einfach seine Qualität. Das ist ja so. Und ich muss sagen, wo er gekommen ist, habe ich ja gewusst, dass es seine Qualität ist von Lausanne her. Aber darum, weil er schon in einem gewissen Alter war, bin ich nicht ganz sicher gewesen, wie viele Jahre kann er das noch auf diesem Niveau machen. Eben so viel Rennen auf der Seite. Und er ist wirklich, wie du sagst, Duracell. Und er ist wirklich, er hat natürlich seine Profikarriere, ist eher relativ spät in Gang kommen und dann manchmal, wenn man etwas eben spät reinkommt, dann hat man nachher noch Fuß, um das noch ein bisschen länger zu machen. Das ist ein bisschen bei ihm so und für mich eigentlich diese Saison hat er weitgehend fast noch besser gespielt als letzte Saison. Also ich habe mal so über die Noten angeschaut, die er gehabt hat jetzt unter dem Franco Foda und er war einer von den ganz wenigen Spielern gewesen, zusammen mit dem Bredion Krasnici, wo unter dem Franco Foda jetzt bei Zürich Live die besseren Noten gehabt hat als unter dem Breitenreiter. Mehrheit von den Spielern hat natürlich unter dem Breitenreiter die bessere Note gehabt. Und er hat jetzt zuletzt, oder also hat er in der Offensive, jetzt zum Beispiel im Derby, Stadtderby, wo er bei beiden Goal, wenn ich mich richtig erinnere, sehr entscheidend war in der Vorbereitung, unter anderem das Cemaili-Goal, wo zu grossen Teilen Boranjasevic gehört. Und das ist er hat immer wieder offensive Highlights gehabt. Und ist manchmal während einem Spiel ein bisschen
unterschiedlich unterwegs. Also auch gewisse Spielphasen, wo er dann eine Viertelstunde lang plötzlich nicht mehr so gut spielt. Aber insgesamt also wirklich eine sehr, sehr positive Figur und sehr, sehr wichtig weiterhin für den FC Zürich. Und seine 8 gelben Karten, die er jetzt auch Sperren hatte, die sind nicht wegen Reklamieren oder irgendwie wegen Tätigkeiten, sondern vielleicht mal wegen einer Ungeschicktheit oder einfach oft wegen Foul, aber im Einsatz um den Ball. Das ist auch das. Das sind, ist eine rechte Anzahl 8 Karten, aber die Karten sind das sind die Karten, wo der Mannschaft etwas nützen. Dann kommen wir zum schnellsten Zürich-Hegel. Fabian Rodner hat sich auch gemacht im vergangenen Spiel. Hat viel Start, 11 Minuten. Sorry. Hat viel Start, 11. Nein, kann ich reden. Hat viel Spieleinsatz. So. Hat aber einen Schuss, der nicht unbedingt präzise ist. Einer wäre fast reingegangen gegen Lugano. Ein Riesenhammer, aber ist mehr so einer, der über die Flügel kommt und den Ball in die Mitte spielt. Wie zufrieden sind mit seiner Leistung in dieser Saison? Ja, ist eigentlich auch gut gewesen am Anfang der Saison. Und Franco Foda, noch einer der wenigen, der dort relativ gut gespielt hat. Und er hat insgesamt für mich gute Leistung gebracht. Also er ist für mich, also viele sagen, er sei nicht gut im Abschluss, aber für mich ist er eigentlich sehr gut im Abschluss. Nicht nur mit Weitschüssen, also wir erinnern uns da die Traumgoal gegen Sion, gegen Servette, gegen St. Gallen, wo er schon gemacht hat, aus der Distanz sogar einmal mit dem schwächeren Fuß, aber auch im Strafraum rein, für mich grundsätzlich gut im Abschluss. Ich glaube, diese Saison hat er, ja, es ist halt immer so, wenn einer allein aufs Goal zurennt und dann denkt man, der muss jetzt doch rein. Und wenn er nicht rein macht, dann ist man natürlich extrem enttäuscht in dem Moment. Und das ist jetzt Fabian Rohner 2-3 Mal der Fall gewesen in dieser Saison. Das sind dann die Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Aber das sind dann natürlich auch dann teilweise Goalies, die das sehr gut gemacht haben. Zum Beispiel dort gegen Heart of Midlothian, der Gordon. Der Goalie von der Schotten, der wirklich sehr ein guter Goalie ist, ganz allgemein, und der einfach den Winkel sehr gut zugemacht hat. Und bei ihm hat es ja in solchen Situationen beim Rohner immer ein bisschen der letzte Zwick manchmal noch gefehlt, die letzte Überzeugung, ein bisschen Selbstvertrauen. Aber grundsätzlich ist er schon ideal für mich auf dieser Position im Sturm, wenn man auf Konter spielt oder wenn man so spielt wie letzte Saison unter dem Breitenreiter, dann ist er eigentlich der ideale Sisse-Ersatz. Und auf der Seite ist halt immer das Problem mit der Defensivarbeit, wo er für mich lange Zeit eigentlich der defensiv schwächste Spieler war im ganzen Kader. Obwohl er auch immer wieder mal Szenen hat, wo er in der Rückwärtsbewegung, jetzt zum Beispiel gegen Lugano hat man das gesehen, wo er reingekommen ist, sehr wichtige Szenen hat, und er kann mithelfen. Und er hat sich auch defensiv verbessert. Also er ist jetzt mittlerweile wirklich auch zum Beispiel im Kopfballduell viel besser geworden. Also ich finde einfach irgendwie, der hat etwas, wo von der Geschwindigkeit her sonst niemand hat in der Liga. Für mich wahrscheinlich der schnellste Spieler in der ganzen Liga. Und das ist einfach eine Qualität. Und mit den Sachen, die er noch verbessert hat in letzter Zeit, für mich muss man ihn irgendwie dabei behalten und eine Rolle für ihn finden, wo er der Mannschaft kann helfen kann. Und dann braucht es bei ihm einfach irgendwo noch den letzten Zwick mental oder auch von der Spielminute her, dass es bei ihm den Knopf aufgeht. Und wenn bei ihm mal den Knopf aufgeht, dann ist das eine Ketchup-Flasche, würde ich sagen. Er ist recht lang dabei, oder? Seit Saison nachher, wo man in der Challenge League war, wo er eingesetzt wurde, ist, glaube ich, in Gipis, im Göpp von Uli Forte. Und das war 2016 im Sommer, jetzt 7 Jahre. Jetzt hat er immer mehr Einsatzzeit, und ist eine Frage, ja, Stürmer, wer soll denn vor im Sturm spielen, wenn da 2 oder 3 Stürmer weggehen. Und dann ist man Anfang der Saison auf den Rohner gekommen. Er hat wenig Minuten für seine 27 Spiele, also er kommt immer wieder rein, also er kommt in 3/4 von der Meisterschaftsspiele kommt er rein. 1 Goal finde ich auch ein bisschen wenig für einen Stürmer. Das hat er zur Winterthur gemacht. Dort hat er einen Fehler ausgenutzt, wo der Goalie dann den Ball irgendwie blöd durchgelassen hat, aus Sicht des Goalie. Irgendwie unter dem Körper durch. Aber er hat voll gerade drauf geschossen. Dort ist er
in selber Phase ist er am besten in Form gewesen. Dann ist er lange, hat er auch, ist er oft auch nicht mehr reingekommen, nicht mehr so gespielt. Und jetzt gegen den Schluss ist er wieder eher reingekommen, gespielt. Ich habe noch eine Szene in Erinnerung, bei dem 0-0, den ich erwähnt habe, in Basel, hat der Rohner ganz am Schluss noch eine riesen Chance gehabt, wo er irgendwie alle davor hat und fast noch irgendwie ein Siegesgoal schiesst. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was mit dem Ball passiert ist, ob er irgendeine Latte oder drüber ist oder der knapp daneben. Auf jeden Fall, das ist so etwas, wo Qualität oder von ihm. Du kannst immer, wenn du ihn hast, kannst immer noch auf etwas hoffen, dass der explodiert und noch irgendwie zwei müde Verteidiger dann davor hat und am Schluss noch Kiste machst. Ja, und vor allem mit dem Spiel ist das auch noch wichtig gewesen, weil dort der Basel ja eben in Überzahl war. Sie haben, aber dann, wo der Rohner dort gespielt hat, hat er so schon die ersten so Sprints gemacht, wo er angedeutet hat, was er drauf hat. Und dann haben Basler haben nachher, sind viel vorsichtiger gewesen, haben müssen viel mehr zurückstaffeln, haben nicht mehr so können Druck machen, weil sie gewusst haben, oh, da ist der Rohner, der könnte uns davor säckeln. Und das hat das Spiel beeinflusst, oder? Dass er dann auf dem Platz war, wo der Basler ein bisschen vorsichtiger haben müssen spielen. Und Hat trotzdem zwei hat die er. hineingelassen. Ja. Genau. Dann gehen wir weiter zum Selmin Hoca, einem 20-Jährigen, wo ich finde, wow, mal, der könnte es tatsächlich zu etwas bringen. Ich habe mit einmal können reden, der mit ihm zusammen in der Mannschaft gespielt hat. Er hat gesagt, es sei einer, der ja, ziemlich harsch zu seinen Mitspielern, sage ich. Habe ich hören sagen, wo ja, aber sehr pflichtbewusst ist und zielorientiert. Also nicht mehr wunder, wie er weitermachen wird. Hat in dieser Saison aktuell von 28 Spielen hat er 6 Spiele verspielen. Vor allem mit den letzten vergangenen Spielen hat er ist ein bisschen zum Einsatz gekommen. Hat auch sogar mal in der Europa League können spielen. Ja, was denkt ihr ein bisschen zu ihm? Ich kann es kurz machen, Lukas. Du kennst ihn viel besser. Mich hat er überzogen in vielen Matches. Ein Match, wo er nicht so gut war, dort ist er ausgewechselt worden. Aber wirklich, das ist einer, der kommt. Ja, also man hat beim FC Zürich bei den Talenten hat man viele, die höchstes Talent haben, aber bei der Mentalität nicht so top sind. Und bei ihm ist sicher umgekehrt. Also er ist sicher kein, von der Voraussetzung her sicher kein Top-Talent, aber eine sehr gute Mentalität. Und das ist ein häufiger entscheidender oder schlussendlich, wer sich dann durchsetzt. Übrigens auch sein jüngerer Bruder, der Melvin Hoca, der ähnlich ist in der Hinsicht. Wir haben ja bei unserem Podcast haben wir ja einmal über die beiden geredet, unter anderem dort mit dem Dino Lamberti, den wir haben, letzte oder ist ja schon ein bisschen länger her, letzte Saison. Und dort ist das wirklich so, dass die sind von der Mentalität her, sind sie da und er hat jetzt auch immer eigentlich die letzten Einsätze, die er gehabt hat er immer etwas gezeigt, ist immer sofort da gewesen vom Platz, ist nicht lange Anlaufzeit gebraucht und hat wirklich eigentlich mehrheitlich gute Leistungen gezeigt. Gut, dann ja, ich finde, zu ihm kann man auch nicht mehr ergänzen. Also, zu einem wichtigen Spieler, der glücklicherweise von der Verletzung zurückgekommen ist, Adrian Guerrero. Finde wie der Boran Jasevic wirklich ein extrem wichtiger Spieler. Man hat jetzt auch gesehen, eben, wo er gefehlt hat, dass dort etwas fehlt auf der linken Seite. Auch wenn es da Leute gut gemacht hat, der Guerrero macht es auf der linken Seite besser, finde ich. Ist immer noch 25, also krass, also hat in diesen 36 Spielen 28 davon gespielt, der Rest ausgefallen wegen Verletzungen. Ja, wie wichtig findet ihr ihn für die Mannschaft? Bald auf der anderen Seite von Boran Richtig, also Ähnlich, Bonucci und plus Chiellini, einfach noch, vom FCZ. ja, plus noch einfach die Standardsituationen, die er oft auch noch gut hat. Und wenn ich das Goal anschaue, da gegen Winterthur, grossartig der Schuss. Traumgoal, voll getroffen. Parat von Anfang an. Mir ist seine Körpersprache aufgefallen, das fällt mir immer auf, weil ich dort sehe ich ihn immer auch hinten dran, wenn er zum Gar aussteigt. Und wirklich, der ist trotz von Selbstbewusstsein. Das haben wir hier auch gemerkt. Ich habe es schon das erste Mal, als er gespielt hat, habe ich das Gefühl gehabt, der ist wirklich selbstbewusst, aber nicht überheblich.
und auch trotzdem locker. Und das ist etwas, was ihn von mir aus gesehen auch auszeichnet. Also Lockerheit und Selbstbewusstsein und auch der Einsatzwille. Ja, er ist diese Saison sicher ist ein bisschen schwieriger für ihn. Der Borjanovic, der ja eigentlich durchgespielt hat und das gebracht hat wie letzte Saison, aber Guerrero leider eben unter anderem wegen der Verletzungen. Aber ich denke auch, weil er vielleicht mit dem Trainer ein bisschen weniger gut gegangen ist wie letzte Saison, ist eine schwierigere Saison für ihn. Er hat nicht so das können tatsächlich überbringen insgesamt, wo er letzte Saison hat können überbringen. Man hat es phasenweise gesehen. Also er ist ja das, hat das Spezielle, dass er mit diesen Diagonalläufen nach vorne, wie der Borjanovic auch, aber der Guerrero noch ein bisschen mehr, wo der wirklich, also wenn man vom Borjanovic als Duracell-Häschen redet, dann ist also der Guerrero dann noch mehr das. Also das ist unglaublich, was er an Sprints macht nach vorne und dann aber auch wieder nach hinten. Oder wenn du mal siehst, eben wenn der Gegner einen Konter macht und mal schaust beim FCZ, wer da am hinteren Rennen ist oder auch nur am Joggen. Also der Guerrero ist immer leitet den Kopf hinteren und ist dann wirklich, holt alles aus sich raus, er ist am hinteren Sprinten jedes Mal das ist wirklich von der Mentalität her sicher absolut einer von der Top-Spieler in dieser Mannschaft und ja, hoffentlich nächste Saison ist er weiterhin beim FCZ und kann dann auch wieder spielerisch mehr bringen, wenn er dann eine Saison durchspielen kann, wenn er gesund ist und dann hoffentlich auch wieder taktisch gut reinpasst. Dann geht es ab in Richtung Angriff. Jonathan Okita, der ja, gebürtige Kölner, aber wo für seine Farben aus Kongo auflässt. Hat auch in 29 Spielen hat er 7 Goal können schiessen und 3 Vorlagen erzielen. Hat am Anfang von der Saison ein bisschen Mühe gehabt, hat dann gegen Servette das Doppelpack können schiessen. Dann ist ihm ein bisschen der Knopf aufgegangen, ist ein bisschen besser gelaufen für ihn. Ich finde eine gute Verstärkung und freue mich, wenn er auch weiterhin auch nächste Saison beim FCZ aufläuft, weil ich denke, der ist sicher einer, der in der zweiten Saison wie, so ein, wie gewisse andere Spieler in der zweiten Saison ein bisschen besser aufblüht. Könnte sein, ja. Also er hat eine gewisse Qualität oder einiges an Qualität. Das sieht man auch. Ich glaube, der Bo Henriksen hat auch stark auf ihn gesetzt, lange Zeit. Das hat ihn lange drin gelassen, wo er auch nicht mehr so gut gespielt hat. Das hat dem FCZ ein paar Punkte auch mitgekostet, weil er dort ein bisschen wenig konsequent war. Aber ja, er sieht halt die Qualitäten, die er hat und hofft, dass Okita der Knopf aufgeht. Bei ihm ist halt wirklich Konstanz das Problem. Er hat einzelne starke Szenen, aber er hat einfach auch zu viele Szenen, wo er verliert viel zu viele Bälle, viel zu viele sehr hoffnungsvolle Angriffe oder Gegenangriffe vom FC Zürich, die einfach zu nichts führen, weil der Okita zu wenig daraus macht, weil er zu wenig investiert, weil er ein bisschen zu nonchalant, ein bisschen zu suave da versucht, das Ganze zu lösen. Und das einfach, ja, ich weiß, aus seiner Sicht ist es das so, dass er wahrscheinlich so einfach Erfolg hat. Er hat bis jetzt einfach so gespielt und es hat funktioniert. Aber irgendwie ist eben die Super League doch nicht so schlecht, dass man das einfach so durchziehen kann. Ich habe bei ihm manchmal schon ein bisschen Cololi-Vibes, wo einfach auch so ein Spieler war, wo immer wieder ein paar kleine Highlights gehabt, aber insgesamt einfach zu wenig konstant war und die Mannschaft insgesamt eher dann mehr geschadet hat als genützt. Und das ist bei Mokito jetzt diese Saison auch häufiger so gewesen, oder? Also, es ist anders als bei Asensi. Habe ich eigentlich immer sehr solid gefunden, fast immer. Auch dort, wo er wenig Goal geschossen hat, hat er immer viel für die Mannschaft gemacht und mitgeholfen. Und das ist bei Mokita schon weniger der Fall. Auch wenn er gewisse Spiele hatte, wo er defensiv einiges mitgeschafft hat, aber dann hat er wieder viele Spiele, wo zu wenig von ihm kommt, wo er mehr über den Kampf ins Spiel kommen, das würde ihm helfen, aber das macht er noch etwas zu wenig. Ja, er ist der, der am zweitmeisten Goal geschossen hat bei Zürich. Er hat dann natürlich Assists gegeben, also in der Meisterschaft. 7 Goal. Ein eleganter Spieler. Ich schaue ihm gerne zu. Er schießt fast nur schöne Goal, fast nur Traumgoal.
und hat auch noch mehrere Lattenschüsse, Pfostenschüsse gehabt, also vor allem Lattenschüsse, wo Match hätte können kippen, zum Beispiel beim 1-1 gegen Basel, der Schuss unter die Latte, von der rechten Seite, links unter die Latte im Lattenkreuz, wo dann das 2-1 gebracht hätte. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass er, ich würde jetzt mal sagen, zwei Drittel von der Kopfballduell schon gar nicht bestreitet. Dann heisst, Kopfballduell, was könnte geben, von diesen 33%, gewinnt er vielleicht 3% und 30% verliert er noch. Also von 100% 3%. Und das ist vielleicht seine Art, wenn einer einfach die Bieren nicht anheben will, weil er denkt, nein, ich kann nicht, ich habe Technik nicht, das erschüttert mir nachher meinen ganzen Kopf. Ich mache das lieber nicht, ich mache es lieber, wenn es am Boden ist. Aber dann müsste der Einsatz von mir aus noch ein bisschen besser sein. Und was mir nicht gefällt, ist einfach, wenn er ausgewechselt wird, wenn er rausspaziert, wenn die Mannschaft im Rückstand ist. Das ist etwas für mich, das geht einfach gar nicht. Und ja, ist recht. Das sind die Kololli-Vibes, die vorher angesprochen hat. Aber trotzdem, ja, ich schaue ihm schon auch gern zu. Es ist, vielleicht, wenn er verletzt ist, muss er halt auch fit werden, bis er wieder kann, auf die Tour kommen. Das ist schon ein Punkt. Noch eine völlig unnötige rote Karte zu Genf, wo ich würde sagen, wo mit entscheidend ist, dass die Mannschaft dort verloren hat. Im 8. Spiel damals, dort, wo du runtergefahren bist mit dem Zuckerli. Und ja, das ist noch das, kann ich sagen. Also, ich sage, noch behalten, aber auch gewisse Sachen probieren zu korrigieren. Dann kommen wir zu einem Spieler, der auch ein Durchläufer ist in dieser Saison, hat von 36 Spielen 32 Mal gespielt, hat endlich mal sein erstes Goal können erzielen und ist das Figur von allen Basel-Fans geworden in dieser Saison. Es gibt nur eine Person und die ist der Bledjan Krasniqi. Hat, finde ich persönlich, super entwickelt. Bringt wirklich zum Teil einen guten Schwung in die Mannschaft, wenn er eingewechselt wird oder auch von Anfang an startet. Kann den Unterschied ausmachen, aber braucht natürlich auch noch Zeit, ein bisschen, bis er sich zu einem Stammspieler entwickelt. Ja, es ist. Er hat eine sehr hohe Qualität in seinem Tempo-Dribbling führen. Da ist er einer der Besten in der Liga. Er hat auch sehr Fortschritt gemacht, Defensivarbeit. Also er ist sehr wichtig im Umschaltspiel defensiv. Er ist nicht so gut, wenn es darum geht, zu verteidigen, wenn es einfach normal zu verteidigen, wenn man hinten steht. Aber im Umschaltspiel, da läuft er Menge. Böller ab, wenn andere Mitspieler nicht so schnell zurücklaufen, läuft er am schnellsten zurück und kämpft und macht und holt den Ball. Also er ist allgemein im Umschaltspiel stark. Oder also wieder so ein Beispiel, so ein Spieler, der in diesem Bereich sehr stark ist, sowohl offensiv wie auch defensiv. Er kann sich offensiv sehr gut umschalten, super Pass schlagen, Tiefe. Wenn es eben langsamer vor sich geht, dann ist es ein bisschen weniger gut. Und er braucht auch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Reife. Es fehlt ihm auch noch ein bisschen an der Konstanz und an der Reife, um wirklich ein gestandener Super-League-Spieler zu werden. Er ist immer, man hat immer das Gefühl, er ist näher dran. Und ich hoffe, dass er nächste Saison dann wirklich den Schritt ganz macht, um wirklich ein Spieler zu sein, wo man dann kann sagen, ja, der muss immer spielen. Und kürzlich im Fernsehen einen prominenten Fußballer gehört, der ein Trainer war und gesagt hat, ich kann ihn ein halbes Jahr trainieren bei Lille. Oder ich kann ihn dürfen trainieren bei Lille, Ein begnadeter Techniker. Und das ist für mich, Tripling sehr, sehr gut. Auch schnell auf den ersten Meter. Pech im Abschluss oder noch zu wenig konsequent im Abschluss. Er hat einige Goal mehr können schiessen. Wenn er dort noch genau erzielt hat oder eben weniger genau gezielt hat. Und das andere ist für mich, ich wäre ein bisschen zurückhaltender. Bei einem Interview, wenn ich weiss, der Schiedsrichter hat mir eigentlich eine Penalty geschenkt. Und es hat sehr viel Turbulenzen gegeben, weil ich nicht sagen, es ist ein klarer Penalty. Aber dort ist der Präsident ja viel, viel älter
und er sagt das Gleiche auch. Oder? Also kann man. Nein, einfach da ein bisschen mehr Demut in so einem Moment. Aber er ist jung. Das ist, wenn der Präsident das Gleiche sagt, dann verstehe ich das hin und vorne nicht. Aber komm, und auch ein eigener Junior, ausgelehnt, zurückgekommen, sich weiterentwickelt bei einem guten Trainer für sein Alter in dieser Liga und auch sich dort profitiert. Und das merkt man ihm wahrscheinlich auch da. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der ja 11 Goal weniger geschossen hat als letzte Saison. Hat zwei Vorlagen weniger gegeben. Antonio Marquesano. Schwierige Saison gehabt. Ja, also für mich ist er nicht so schlecht gewesen, wie viele sagen. Für mich auch von der Noten. Bei Zürich Life hat er Anfang Saison zwar weniger gute Noten gehabt als letzte Saison, aber ist trotzdem eigentlich fast immer einer von der Besseren gewesen in der Mannschaft, auch diese Saison. Er für mich sowieso, jetzt ist er schon noch länger dabei als der Aliti und ist auch wirklich einer von der konstantesten Spieler in den letzten Jahren gewesen, auch wenn er sicher die Saison gewisse Flauten gehabt hat, vor allem eben mit weniger Goal. Halt auch, letzte Saison war halt auch absolut magisch gewesen und ganz, ganz entscheidend überhaupt für den Meistertitel seine direkten Freistöße. Anfangssaison, wo ja unglaubliche Serie von direkten Freistössen, die dort drin sind, in Meisterschaft und Cup. Und das hat er halt diese Saison nicht gehabt, ist anders gestartet. Aber jetzt gerade gegen das Ende von der Saison hat er sich nochmal gesteigert und ist jetzt wirklich am Schluss von der Saison auch wieder einer von der Besten in der Mannschaft. Und hat gezeigt, dass er also weiterhin mit ihm zu rechnen ist. Ihm hat der Partner gefehlt, der sich blind mit dem Verstanden hat vorne. Wo auch dann ihm selber Räume geöffnet hat, also durch das, dass sich dann zwei eben auf das Eissee konzentriert haben. Und jetzt ist es weniger, Entschuldigung, weniger bei Zürich der Fall gewesen. Aber sein Goal da gegen Winterthur, der Dropkick, also der Ball aufsetzt bei dieser Flanke und dann nimmt ihn direkt, das hat gezeigt einfach, dass er schon ein genialer Fußballer ist. Und für mich eben entscheidend ist, dass er selber sagt, es läuft mir das Jahr nicht so wie das letzte Jahr. Und natürlich wird er älter, das ist ein Punkt. Aber er weiß es. Ich glaube, dann kann man viel mehr machen, als wenn man irgendwas Gefühl liegt an der anderen. Wir kommen zum Endspurt. Jetzt kommen die Stürmer dran. Daniel Frier ist in dem Winter gekommen. Hat bis jetzt noch nicht so viel können spielen, hat zwei Spiele gespielt gehabt. Was sind so eure Einschätzungen zu ihm bis jetzt? Ja, also er ist ein Stürmer, der so ein Beispiel ist eben für einen, der aus Westafrika kommt und noch nicht sofort parat ist für den europäischen Fußball. Das hat man gesehen, wie die Art und Weise, wie er spielt. Er muss sicher taktisch zuerst mal noch einiges lernen. Ist immer ein bisschen übermotiviert in vielen Situationen und muss sicher auch ein bisschen disziplinierter spielen, ein bisschen reifer spielen. Und man hat ihn einfach geholt, weil man gewisse Anlagen bei ihm sieht, die er auf jeden Fall hat. Er ist sicher frech, er ist reif, er ist schnell auch, aber eben, er muss noch reifer werden und da müssen wir schauen, wie seine Entwicklung geht. Oder es gewisse andere Beispiele geben, wie ein Moussa Kone, der auch recht viel Zeit gebraucht hat, bis er reingekommen ist in Europa. Und von dem her ist es schwierig, da die Entwicklung vorauszusehen, aber er hat sicher ein gewisses Potenzial. Rocco Šimić, ich habe es vorher gesagt, wir haben das vor, eigentlich seine Personalie gerade vorbesprochen. Ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, wenn wir jetzt wieder alles wiederholen. Einfach nochmal kurz als Revue. Wir alle finden eigentlich schade, dass er geht. Fänden ihn gut, wenn er ein bisschen bleiben kann. Ob das am FCZ seine Entscheidung war, lassen wir jetzt mal einfach so im Raum. Es kann gut sein, dass auch Red Bull Salzburg ihre Stürmer zurückhaben wollen. Auf jeden Fall wäre er im System von Bo Henriksen ein Stürmer, der sicherlich nächste Saison würde zünden. Dann geht es weiter mit dem Ayegun Tosin. Wir haben es auch von ihm vorher gehabt.
Schade, ist er verletzt, sonst hätte er sicherlich ein bisschen mehr getöpft. Aber du hast vorhin gesagt, eben, da müssen wir kurz darauf ansprechen. Du hast gesagt, eben, er ähnelt ein bisschen am Kramer, ist sogar besser als der Kramer. Denkst du, dass es in der nächsten Saison mit seinen Goals, wenn er bei uns bleibt, näher zum 20 geht? Wäre möglich, ja. Also, es hat schon diese Saison können in die Richtung gehen. Hat relativ lang gebraucht bei ihm. Da ist auch so, ja, es ist wie so eine Ketchup-Flasche, wo es dann plötzlich läuft oder eben nicht läuft. Er hat lange Zeit immer ein Problem gehabt, dass er das Spiel einfach nicht so können lesen von den Mitspielern. Also, wenn er Pass jetzt soll überkommen, ist er häufig. Es gibt so den klassischen Fehler oder das klassische Missverständnis. Der Spieler, der den Pass spielt, will den Ball steil spielen und der, wo den Ball überkommt, will ihn in die Füße oder umgekehrt. Und der Dosin will es mal so und mal so. Und er hat es dann immer ganz umgekehrt gemacht von dem, was der Passspieler macht. Und hat so, sind viele Pässe nicht angekommen. Bei ihm, er hat jetzt sicher diese Saison Phasen gehabt, wo es viel besser gelaufen ist, wo er auch wirklich sich auch können auf Super League-Niveau durchsetzen und auch intelligenter gespielt hat, am richtigen Ort gestanden ist. Und das wäre durchaus möglich, dass er, wenn er bleibt, nächste Saison, dass das dann wirklich richtig seine Saison wird. Laufwerk sind im Strafraum, wenn er das Goal machen will, bedeutend besser geworden. Er hat Jahre gehabt, wo er offen auf dem Stab geblieben ist und sich nicht bewegt hat. Oder Jahre gehabt, das letzte Jahr auch. Und das Jahr die Dynamik und das Reingrätschen beim hinteren Pfosten oder manchmal auch noch beim Nöcher, aber vor allem beim hinteren Pfosten auf die leichten, schrägen Flanken, die reinkommen. Scharf hineingespielt werden und dann mit seiner Schnelligkeit und dort, wo dann niemand mehr ist, niemand ihn behindert. Es sind Goal, die du einfach musst machen, die nicht spektakulär sind, aber wo eine Mannschaft dann ausgebildet ist und wo mit der Schnelligkeit und auch der Einsatzfreude, eben, der bringt das an und er hat viel, viel von diesen Goal geschossen diese Saison. Kommen wir zu einem weiteren Spieler, Ivan Santini. Ja, ein bisschen Pech. Wie das alles passiert ist, ein bisschen, wie du es vorhin gesagt hast, Lukas, ja, ist ein bisschen von der Schiri aufgrund seinem Ellbogenschlag gegen Basel sehr, sehr in Angriff genommen worden, auch für die nächsten Spiele. Denke ich trotzdem, er muss jetzt seine Koffer packen und den FCZ verlassen im Sommer. Schwierig zu sagen, wie der FC da entscheiden wird. Er hat ja sehr wenig Spielminuten gehabt diese Saison, unter anderem auch wegen seiner Verletzung. Und hat trotzdem eigentlich immer, also hat er recht eine gute Torquote gehabt in der Vorrunde für die wenigen Spielminuten. Und hat dann eigentlich auch, wenn er kein Goal geschossen hat, hat er häufig torgefährlich gewirkt. Also er ist jetzt nicht so ein Spieler gewesen, wo der Ball irgendwie einen Meter weit im Goal vorbeigeschossen hat, sondern es ist bei ihm meistens sehr knapp gewesen, wo der Ball dann allenfalls vorbeigegangen ist. Ist torgefährlich gewesen. Halt, das Problem ist, dass er seitelang dass er nicht viel Spielzeit hatte, nicht in den Rhythmus hineingekommen ist und dann mit seiner, ja, er ist ja nicht der schnellste Spieler und von dem er dann seitenlang Probleme gehabt, dann wirklich im Ballbesitz zu kommen und etwas zu machen. Ich glaube, das Auswärtsspiel in Winterthur am Anfang hat er nicht gut gespielt gehabt, aber schlussendlich in der ersten Halbzeit ist er, glaube ich, eingesetzt worden. Aber eben, er ist ein Mann mit Stürmerblut. Für mich ein ähnlicher Spieler wie einer, der aus dem Nachwuchs haben, den wir jetzt wahrscheinlich nicht werden besprechen, der Labino Bayrami, wo ich hoffe, dass er auf kommende Saison in die erste Mannschaft kommt. Das ist auch so ein typischer Strafraumstürmer, der relativ gut gebaut ist und aus allen Lagen kann Goal schiessen kann. Und das ist der Santini im Prinzip auch. Aber das Problem bei Santini ist halt einfach, er ist schon in einem gewissen Alter. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal kann durchstarten nächste Saison, dass er dann wirklich seine Torgefährlichkeit zeigen kann. Aber man weiß nie in dem Alter, ob es dann vielleicht schon ein Jahr zu viel ist und er dann von der Spritzigkeit vielleicht dann, dass es dann doch nicht mehr langt. Das heisst, du kannst ihn auch nicht zurücknehmen, zum Beispiel, wie jetzt St. Gallen mit dem Schubert gemacht hat. Dass du ihn auf die Zehnerposition wirst, nein, oder wenn es im Strafraum nicht ganz hält. Vielleicht Na, auch eher gewisse weniger. Langsamkeit, ja. Ja, jetzt geht es weiter zum zweitletzten Spieler in dieser Liste. Lukas, sein Lieblingsspieler. Nein, Spaß beiseite. Colleagues League. Ja,
Doch, Upcoming Star. das ist natürlich eine sehr erfreuliche Geschichte, ja. Er hat quasi das Pendant zum Bayrami, aber ein anderer Spielertyp, ist auch 2005er Jahrgang aus der Stadt Zürich. Und ja, die ganze Juniorabteilung durchgemacht. Ich habe auch schon gesagt, ich kann immer ein bisschen ja, schwierig sein. Also ich habe ihn immer gut gefunden bei den Junioren und bin jetzt sehr erfreut natürlich, dass er den Schritt in die erste Mannschaft geschafft hat da unter dem Bo Henriksen. Bo Henriksen hat da gerade sofort auf ihn gesetzt und hat also ein riesen Highlight gehabt, unter anderem dann mit dem Goal gegen Servette, wo er mit links dann einfach so reinzimmert, wo einfach der Ball ist ja nicht einmal so platziert gewesen, aber der ist einfach so scharf gewesen, dass der Frick einfach den Ball nicht können abwehren, weil einfach das ist einfach zu scharf gewesen. Also wenn er ja den Ball noch angekommen wäre, dann hätte ihm wahrscheinlich die Hand hinterher geglitzt. Und ja, das ist schon ein spezieller Moment gewesen. Und er ist auch einer, der wirklich sehr engagiert ist und auf verschiedenen Positionen kann spielen und immer für die Mannschaft spielt. Und das ist wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich hätte mir gehofft, dass er noch ein bisschen mehr zum Zug gekommen wäre jetzt da in der Rückrunde. Aber ja, man hat es auch schon früher gesehen bei jungen Spielern, dass sie manchmal ein bisschen zu früh gepusht worden sind. Und das versuchen wir jetzt bei ihm zu verhindern wahrscheinlich. Aber ich glaube, er wäre schon parat, zum jetzt ab nächster Saison noch ein bisschen mehr eingesetzt werden. Und ich glaube, man sollte jetzt wirklich, wo man jetzt so junge Talente hat im Sturm, was in vielen Jahren nicht der Fall war, aus dem eigenen Nachwuchs sollte man schon auf die setzen. Und ich hoffe, dass unter anderem auf ihn und dann auch auf den Bayrami gesetzt wird in der Zukunft. Jetzt kommt es zum letzten Spieler, Carson Buschmann-Dormand. Man hat ihn geholt vor 2 Jahren, soweit ich weiß. Nein, Ja, schon länger etwa 2, 3 Jahre, ja. Eigentlich schon 2021. Da hat man ihn geholt. Man hat sich ein bisschen mehr erhofft von ihm, nicht mehr, oder? her. Ja, wahrscheinlich schon. Der ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen nach einem Missverständnis aus. Also, er hat eigentlich auch in dem Spiel, wo er in der U21 gespielt hat, ist er fast immer der schlechteste Spieler auf dem Platz gewesen. Und ja, wenn er dann mal alles zusammengenommen hat und dann im U21-Spiel wirklich alles in die Aktionen reingeworfen hat, das habe ich einmal gesehen bei einem Spiel in Basel, im Leichtathletikstadion St. Jakob, wo er gespielt hat. Dann hat er tatsächlich gegen den FCB dort den Führungstreffer erzielt für den FCZ U21 mit einem Hammerschuss. Aber dann hat er so viel drin hineingelegt in den Schuss, dass er dann sich verletzt hat bei dem Schuss, wenn man das Goal gemacht hat. Und dann musste er ausgewechselt werden. Also irgendwie ein bisschen unglücklich. Und ja, er hat mal in der Vorbereitung unter dem Breitenreiter mal ein Spiel gegen Kriens, wo er dann eingewechselt worden ist und dann mal seinen Speed hat können zeigen. Aber er hat dann unter dem Breitenreiter trotzdem keine Rolle gespielt. Ja, verständlicherweise. Und ja, ich denke, das wäre für mich jetzt eine Überraschung, wenn er noch würde da kommen. Auch wenn es den Spruch immer wieder gibt, der kommt noch, aber da glaube ich, ist es nicht so dran bei ihm. Ich Ich habe habe den so einen Spruch auf Dini, der der kommt Zunge noch. gehabt, Nein. denkt, ich kann den nicht sagen. Nein, aber. Würde mich freuen für ihn. Der Carson Buschmann Dormand. So, wir sind jetzt bald 2,5 Stunden dran an unserem Podcast. Ich möchte trotzdem wirklich noch schnell auf die Zukunft sprechen kommen. Ja, die Saison ist vorbei, jetzt fängt es wieder an. Gerüchteküche, Admir Mehmedi, Gavranovic, alles so Namen, wo ich mir jetzt gerade auf der Zunge vergehen lasse. Denkt ihr, der FCZ könnte sich solche Spieler holen? Also, ich weiß nicht, Gavranovic ist wahrscheinlich weniger realistisch, aber Memedi, ja, wir haben immer wieder gehört, dass es könnte mal klappen, offenbar auch in Rodriguez irgendwann mal. Memedi ist halt ein kleines Problem von der Verletzungsanfälligkeit, aber von der Mentalität her könnte das natürlich einen ähnlichen Effekt haben wie ein Blairin Tchemaili. Von dem her, aber eben, die Frage ist Gesundheit dort dann auch unter anderem. Was Sehr, denkt sehr ihr? ähnlich. Gut. Was denkt ihr allgemein? Was muss der FCZ nachrüsten im Sommer?
Also, wie ich schon gesagt habe, am Anfang von dem Podcast, dass für mich also Qualität in der Mannschaft ist eigentlich vorhanden zu großen Teilen. Und die Frage ist mehr, auch bei den Junioren, auch bei den Talenten, die man aufbringen kann, die Frage ist mehr, dass man unbedingt muss schauen, dass die Qualität, die die Spieler haben, dass man die auch so einsetzt, also dass man Taktik so macht, dass die Qualitäten von diesen Spielern können zum Vorschein kommen und glänzen. Und dann ist das eigentlich eine gute Mannschaft, die viel besser könnte abschneiden könnte als jetzt in dieser Saison. Und wie wir schon gesagt haben, auch, oder, es gibt gewisse Spieler, die brauchen das Zeitli, bis sie so richtig in Fahrt kommen, bis sie dann wie ein Sissé können explodieren können. Die einen brauchen vielleicht auch 4 Jahre, wie jetzt hier sind, andere könnten es vielleicht schon im zweiten oder dritten Jahr schaffen. Von dem her, ich finde die Mannschaft weitgehend gut, aber entweder muss man die Spielweise ändern oder man muss, wenn man die Spielweise beibehalten, dann muss man doch schon einen ziemlichen Umbruch machen und ein bisschen andere Spielertypen holen, die auch zu dieser Spielweise passen. Ein Punkt ist, dass man dann sicher sagt, man will unter die ersten sechs bei der neuen Zwölferliga. Also, dass man da dann in der Meisterrunde mitspielen kann am Schluss. Ja, wobei das spielt Gibt es ja, gewissen Druck? ja, wobei das spielt ja nicht wirklich eine grosse Rolle. Also man hat einfach, der Modus ändert sich ja fast nicht, oder? Also du tust dann einfach, hast einfach ein Spiel weniger gegen die Mannschaften, die nicht in deiner Tabellenhälfte sind am Schluss. Und gegen die anderen hast du auch 4 Spiele. Und es ist ja schon, das ist ja am Schluss nur noch die letzten 5 Spiele. Wo dann die Tabelle geteilt wird, rein technisch gesehen, wo dann das nicht mehr wird geben, dass wenn du in der oberen Tabellenhälfte bist, dann kannst du nicht mehr absteigen, und wenn du in der unteren Tabellenhälfte bist, dann kannst du auch nicht mehr in den Europacup kommen. Das ist ja jetzt damals noch möglich gewesen. Aber ansonsten glaube ich, wird sich das nicht viel ändern, und es ist dann die Meisterrunde, wenn man dann da dabei ist, die ist dann schnell vorbei, oder? Es geht etwa einen Monat, oder? Ja, aber ich meine, der Druck dann auf die 33. Spiele, dass man sagt, ja, wir müssen um die ersten sechs. So meine ich, oder? Das ist die Erwartungen steigen ein Stück weit. Wobei, eben, jetzt sind es 36 Spiele, was fertig ist, und jetzt sind 33 Spiele, was noch nicht fertig ist. Also, das sind nur 3 Spiele weniger. Trotzdem, und dann kommen natürlich noch zwei Mannschaften nur. Eine Mannschaft, die unter Umständen völlig umkrempelt wird, wie Lausanne Spor. Wenn die Konzepte jetzt ändern, jetzt können sie mehr Spieler wieder aus dem Ausland nehmen, von Nizza, können vielleicht eine andere Qualität in die Mannschaft bringen. Das wäre noch interessant. Oder auch der Schwung dann vom Aufsteiger oder von den zwei Aufsteigern. Wir wissen es ja nicht. Noch nicht im Moment. Das Oder drei. kommt erst aus. Ja, von den zwei zusätzlichen auch Lausanne. Also Yverdon und vielleicht Stade Lausanne, wissen wir noch nicht. Wäre mal schön, wenn es ja, nächste Saison wenigstens mit dem Europaplatz wird klappen oder mal im Cup nicht gegen eine Zweitligamannschaft rausgehen. Auf jeden Fall. Eine Frage an euch zwei zum Schluss. In Bo we trust, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, er hat sehr viel gut gemacht diese Saison, nicht nur resultatmäßig, sondern auch wenn es viele bei ihm so Image haben, ja, das ist nur ein Motivator und sonst taktisch kann er nichts, das ist definitiv nicht der Fall. Das sieht man, wenn man die Spiele analysiert, dass er taktisch einiges drauf hat, sehr viel sogar. Er tut das einfach nicht so an die große Glocke hängen. Und offenbar kommt er auch mit der Mannschaft gut zu Gang. Also von dem her, würde ich schon sagen, in Bo we trust, ja. Von mir aus auch genau das, was der Lukas sagt. Von mir aus auch. Ich finde den Bo Henriksen ein super Typ, ein sehr sympathischer Trainer. Einer, den ich mir vorstellen kann, dass der den FCZ weit bringen kann. Und das war es mit dem zweiten Teil von der Saisonanalyse. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen wie wir können mit dieser eher weniger erfolgreichen Saison abschliessen. Wir sind jetzt aber noch nicht ganz fertig. Wir werden in dieser Sommerpause alle 2 Wochen einen Podcast rausbringen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch natürlich dann wieder reinhört. Und sonst wünsche ich euch einen guten Sommer. Und sonst hören wir uns dann wieder, wenn wir das Match kommentieren, Anfang Saison. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao miteinander. Live, live, Zürich live. Zürich live. Zürich live. Zürich live. Auf Zürich live.